Herzlich willkommen hier zur Sneak Preview vom VKSI. Ich glaube, es ist die dritte Sneak Preview dieses Jahr. Alex, kannst du mir kurz das bestätigen? Ich glaube, das ist die dritte Sneak Preview. Schön, dass wir das nochmal hingekriegt haben, kurz vor Weihnachten. Wir haben schon gemutmaßt, dass gar nicht so viele kommen würden, weil alle schon auf Weihnachtsfeiern sind und ähnlichem. Trotzdem klasse, dass so viele gekommen sind. Ich freue mich drauf. Wir werden heute Abend zwei schöne Vorträge bestimmt hören. Vielleicht für diejenigen, denen der VKSI noch nichts sagt, würde ich kurz ein paar Worte darüber verlieren, was der VKSI ist, was wir machen. Wenn ich es auch noch schaffe, die Folien weiterzuschalten, dann mache ich das auch. Jetzt. So, was macht der VKSI? Ja, wir haben uns der ingenieurmäßigen Softwareentwicklung verschrieben und wir wollen uns im Verein den unterschiedlichsten Facetten dieser ingenieurmäßigen Softwareentwicklung widmen und das Ganze hier in Karlsruhe machen, Karlsruhe pushen und die Informatik und das Software Engineering, Softwareentwicklung vorantreiben. Wir sorgen für Vernetzung, Wissensaustausch von Menschen unterschiedlichen Alters, gerade im Bereich der MINT-Aspekte. Und was uns auch ganz arg am Herzen liegt, ist eine Förderung des Nachwuchses. Es gibt etliche Veranstaltungen, ich kann da ganz kurz durchrauschen, die wir unterstützen, zum Beispiel das Informatik-Bogi, das von uns getrieben wird, um Schülerinnen und Schülern an Gymnasien ja, eine Berufsorientierung zu ermöglichen. Da bringen wir uns ein in Zusammenarbeit mit dem KIT, mit dem FZI. Wir fördern den Nachwuchs auch über den VKSI-Preis. Den überreichen wir im Rahmen der Sneaks. Letztes Mal hatten wir auch wieder unsere Preise ausgelobt und die Preisträger gekürt im Rahmen der Sneak Preview. Tatsächlich haben wir heute auch einen Preisträger da, der von seiner Arbeit berichtet. Da freue ich mich besonders drauf. Und genau, wo man uns wahrscheinlich auch erkennt, ist aus dem Entwicklertag, wo wir einen eigenen Track auch haben vom VKSI. Und wo man wahrscheinlich in Zukunft auch noch von uns hören wird, ist über die Image-Kampagne, die wir für Karlsruhe machen, wo wir Informatik in Karlsruhe stärker pushen wollen. Das Ganze ist in der Arbeit gerade. Wir sind aber schon ziemlich weit gekommen und werden demnächst da auch mit an den Start gehen. Corona hält uns da noch ein bisschen auf, aber das kriegen wir auch hin. Die Idee hinten dran ist, dass wir nicht nur eine übliche Jobvermittlung machen wollen, wie man so überall herkennt, Karrieremessen und ähnliches, sondern tatsächlich wollen wir Informatiker in Deutschland für Karlsruhe begeistern. Und sagen, seid ihr reif für Karlsruhe? Wollt ihr in Karlsruhe arbeiten? Dann kommt hierher und schaut mal, ob ihr reif für Karlsruhe seid. Und in dieser Image-Kampagne gibt es eine Web-Oberfläche, eine Web-Applikation, wo man sogenannte Challenges durchführen kann und bei der Gelegenheit auch die Unternehmen hier kennenlernen kann. Das ist die Idee hinten dran. Und am Abschluss eines Zeitabschnittes, den wir noch definieren müssen, ist auch angedacht, dass die Teilnehmer dieser Challenges hier und eventuell auch Preisträger, die wir ausloben, hier auch in Karlsruhe zusammenkommen, dass man auch ja, das Soziale und die Bildung von Communities hier ein Stück weit fördern wollen. Da werden wir auch noch ein bisschen was davon hören. Genau. Sneak Previews ist auch natürlich eine Veranstaltung, die wir vorantreiben. Wie gesagt, die dritte in diesem Jahr und wir wollen hoffentlich auch in den nächsten Jahren bei diesem Rhythmus bleiben. Corona hat uns da ja nicht unbedingt Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben es geschafft, die Serie aufrechtzuerhalten und haben dabei auch neue Medien geprobt, Remote Sneak Previews zu machen. Früher haben wir das immer vor Ort gemacht. Wie man hier sehen kann, kriegen wir das aber auch ganz gut mit den neuen Medien hin, online hin. Und so sind wir auch heute Abend hier zusammen. Sneak Preview ein.
bevor ich hier weiter den Verein vorstelle, grobes Bild habe ich vermittelt. Wen es interessiert, kann auch gerne auf unsere Webseite kommen. Kann man bestimmt auch gut finden. Genau. Begrüßung sind wir gerade dabei, übernehme ich, weil der Jan leider krank ist. Und ja, zwei Vorträge habe ich schon angekündigt. Ich würde auch gleich einfach in den ersten Vortrag einsteigen wollen. Der ist von Armin Habrecht und von Maximilian Staus, die gemeinsam den Vortrag heute Abend uns präsentieren werden und geben werden. Und das Thema ist sicher mit System, Managementsystem für Informationssicherheit in der Gesundheitsbranche. Vielleicht auch ein kleiner Hinweis an der Stelle. Heute Abend haben wir den Schwerpunkt Informationssicherheit, Privacy und derartige Themen. Das ist ein Kernpunkt in der Informatik. Wir haben uns aber auch in den letzten Sneak Previews in diesem Jahr stark mit Gesundheit, Health beschäftigt, wie da die Informatik auch Beiträge leisten kann, wie die Softwaretechnik Beiträge leisten kann. Deswegen haben wir hier auch eine wunderbare Verknüpfung von diesen zwei Themen, nämlich Informationssicherheit und natürlich auch irgendwo die informatischen Aspekte dabei. Deswegen freue ich mich sehr auf diesen Vortrag, der jetzt hier kommen wird. Herzlich willkommen euch beiden nochmal. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Dann würde ich sagen, teile ich mal meinen Bildschirm. Ja. Einfach übernehmen, wenn es geht. Wenn nicht, gebe ich Jawohl. frei. Ich gebe frei. Sollte funktionieren. Wunderbar. Perfekt. Genau, wir freuen uns drauf, jetzt so in der nächsten Stunde, Dreiviertelstunde, ein bisschen was zu erzählen über wie man denn Informationssicherheit dauerhaft und systematisch in einer Organisation entwickeln kann. Weil ich glaube, jetzt so mit im Informatik-Hintergrund weiß man über ganz viele Aspekte wahrscheinlich dann eben der Security Bescheid, mit dem man dann auch tatsächlich zu tun hat. Aber wir sehen eben dann auch häufig, dass es die Herausforderung eher ist, dass dann auch, wenn dann Wissensträger vielleicht eine Organisation verlassen, das dann auch wirklich irgendwie dauerhaft zu etablieren. Und dafür gibt es eben so diese Informationssicherheitsmanagementsysteme. Gerüchteweise heißt es, das könnte man installieren. Nein, kann man nicht. Man kann ein ISMS ist nicht was, was man installieren kann, sondern ist eben so eine Palette an Prozessen, Richtlinien, wo wir jetzt an dem Beispiel der Gesundheitsbranche, da haben wir uns eben jetzt sehr gerne inspirieren lassen, so von diesem übergreifenden Thema mal zu zeigen, wie man Informationssicherheit da etablieren kann. Gesundheitsbranche ist, glaube ich, eben ja, muss man nicht viel dazu verlieren, dass Worte dazu verlieren, dass da irgendwie die Verfügbarkeit irgendwie aktuell ein großes Problem ist, warum wir jetzt irgendwie alle uns dann auch wieder einschränken, um die Verfügbarkeit aufrechtzuerhalten. Es gibt in der Informationssicherheit immer so Triade aus Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Integrität. Sieht man, dass eigentlich im Gesundheitswesen alles drei sehr entscheidend ist. Die Verfügbarkeit ist natürlich eben entscheidend, aber auch die Vertraulichkeit von unseren Gesundheitsdaten ist, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, so, sonst denkt man vielleicht, Kreditkartendaten ist so eins der krassesten Sachen, wo irgendwie ein Angreifer was man entwendet bekommen kann. Aber da ist im schlimmsten Fall geht es da nur um Geld und es ist dann so eine Kreditkartennummer hat man ziemlich schnell wieder neu ausgestellt bekommen. Während eben so eine Gesundheitshistorie, die hat man sich halt nicht mal wieder so neu angelegt. Da arbeite ich jetzt schon seit knapp 40 Jahren dran an meiner Gesundheitshistorie. Also von daher sieht man, glaube ich, dass da eben das nochmal eine ganz besondere Qualität an Daten sind und wir die besonders schützen sollten, wenn man sich jetzt dann, also ich, wenn man sich so an seinen letzten Arztbesuch vielleicht erinnert, würde ich mal behaupten, dass wahrscheinlich in über 50% meiner Arztbesuche, wenn ich dann in das Untersuchungszimmer geführt werde, eben entweder der entsperrte Bildschirm vor mir ist, wo ich dann noch 10 Minuten alleine gelassen werde, oder wenn der Bildschirm gesperrt ist, dann irgendwo in Sichtweise ein Post-it klebt mit dem Passwort, um dort dann sich einzuloggen. Und das heißt, auf der einen Seite hohe Anforderungen, auf der anderen Seite gibt es da, denke ich, noch sehr viel zu tun, was Sicherheitsmaßnahmen angeht. Und da wollen wir heute so ein bisschen was
mit auf den Weg geben. Aber jetzt sozusagen erstmal die Frage, wer sind wir eigentlich, die wir hier sprechen? Das eine kann ich mich kurz fertig vorstellen. Eben mein Name ist Armin Habrecht. Ich bin Geschäftsführer hier bei der Aramido GmbH. Wir sind eine Informationssicherheitsberatung mit Sitz in Karlsruhe. Das heißt, wir beraten Hersteller neutral auf den Bereich Informationssicherheit fokussiert, da sowohl technische Themen wie Penetrationstests bis hin eben zu so diesen eher Management-Themen wie eben die Einführung von Informationssicherheitsmanagementsystemen. Und heute für den Vortrag schlüpfe ich dann in die Rolle des Informationssicherheitsbeauftragten der Umbrella Care, was eben so das Beispielunternehmen, anhand dem wir das sozusagen so eine Einführung von ISMS jetzt mal begleiten wollen. Die Rolle liegt mir nicht ganz fern, weil wir tatsächlich auch eben mit Aramido dann teilweise den externen Informationssicherheitsbeauftragten bei Unternehmen stellen. Also muss ich mich da jetzt gar nicht so sehr verstellen. Und beraten werde ich heute von meinem Kollegen, der sich gar nicht verstellen muss, aber eben sich kurz mal vorstellen darf. Ganz genau. Guten Abend zusammen. Mein Name ist Maximilian Staus. Ich bin Kollege vom Armin, auch hauptsächlich im Bereich Informationssicherheitsberatung für ISMS-Kunden, also aus dem Management-Prozess-Richtlinienbereich. Mache da sehr gerne Schulungen bei Kunden, Vorträge zur Sensibilisierung zum Beispiel von Personal, aber auch Workshops mit der IT, mit Administratoren und Entscheidern im Bezug auf Bedrohungsanalysen, also der erste Schritt quasi rauszufinden, welche Gefahr sehe ich als Unternehmen oder sehen wir in einem Unternehmen überhaupt? Und da arbeiten wir dann zusammen mit unseren Kunden, nehmen auf, welche Assets und Systeme bei einer Firma existieren, bewerten die und erarbeiten dann Schutzmaßnahmen. Und genau das werden wir später in dem Vortrag auch noch machen. Da gehen wir diesen idealtypischen Prozess einmal mit dem Armin als Informationssicherheitsbeauftragten durch. Genau, aber starten wollen wir, wie so manchmal tatsächlich leider unsere Aufträge starten, nämlich mit einem Vorfall, dass das, was wir jetzt eben von der Umbrella Care dann präsentieren werden, gar nicht so untypisch ist. Sieht man eben, das sind jetzt, glaube ich, so von den letzten 2 Jahren nur wieder so ein paar Schlagzeilen. Zum einen sieht man vielleicht nochmal so diesen Wert der Daten an dem Beispiel aus Finnland, wo eine Psychotherapiepraxis gehackt wurde. Und da wurde die neueste Spielweise von der Ransomware ausgespielt. Also Ransomware sagt wahrscheinlich jedem inzwischen was, die Verschlüsselungstrojaner, die eben klassisch sozusagen inzwischen schon, das Jahr 2015 ist dann schon die Klassiker, da wurde einfach nur Daten verschlüsselt, meistens auch irgendwelche Privatrechner, ohne groß zu gucken, bei wem er ist. Und dann hat man drauf gesetzt, dass keine Backups gemacht wurden, und wer eben keine Backups im Vorfeld gemacht hat, konnte dann quasi kostenpflichtig das Backup erwerben in Form des Entschlüsselungsschlüssel und hatte seine Daten wieder. Dann hatten da irgendwie dann so in den Jahren jeder gelernt, dass Backups doch eine sinnvolle Idee sind. Und dann haben sich die Erpresser weiterentwickelt. Das heißt, sie sind jetzt einfach länger im Unternehmen, gucken, ob sie vielleicht auch die Backups löschen können, und erpressen. Inzwischen haben wir auch jetzt schon mehrere Fälle betreut, wo auch mit der Veröffentlichung der Daten dann erpresst wird, was natürlich dann gerade, je sensibler die Daten sind, nochmal ein ganz besonderer Faktor ist, weil eben nicht nur, dass man nicht mehr die Daten rankommt, sondern wenn es vertrauliche Daten sind, werden die dann irgendwie im Darknet auch noch veröffentlicht. Und in Finnland gab es, das war dann die sogenannte Double Extortion, also die Doppelerpressung. Und in Finnland gab es dann eben einen der ersten Fälle der Triple Extortion, dass eben nicht nur die betroffene Organisation erpresst wurde durch Verschlüsselung und durch Veröffentlichung, sondern auch noch die Patienten selber, die dann von den Daten betroffen sind. Die durften dann auch noch, wurden gebeten, einen Obolus zu leisten, dass ihre Daten nicht veröffentlicht werden. Also sehr, sehr, sehr perfide. Anderer Fall, der auch die Schlagzeilen gemacht hatte, war das Uniklinikum Düsseldorf, wo es eben schon heißt, dass das der erste Todesfall im Rahmen von einem Ransomware-Angriff war.
weil die eben sich teilweise dann zeitweise von der Notaufnahme abmelden mussten. Das heißt, dann mussten quasi die Notärzte länger fahren und ob das jetzt eben wirklich dann im direkten Zusammenhang war, aber gab anscheinend eben auch einen Fall, dass ein Notarztwagen dann zu spät in die Notaufnahme kam, während der Zeit, wo die Uniklinik im, unter Angriff stand. Und einen ganz aktuellen Fall ist die Firma Medatix, die bekannt geben musste, dass sie gehackt wurden und haben ihre Kunden, nämlich die Praxen, Arztpraxen in Deutschland, ca. 25% Marktabdeckung hat da die Software von der Firma Medatix. Das heißt, sie haben eine Chance von einem Viertel, dass ihr Arzt das auch verwendet. Und der wurde dann eben aufgefordert, da seine Passwörter zu wechseln, weil der Hersteller dieser Software angegriffen wurde. Das heißt, man sieht, es gibt da, die Einschläge kommen näher und so hat es auch die Umbrella Care getroffen, damit man eben einfach mal live zeigt, wie sowas dann abläuft, haben wir da eine kleine Live-Demo vorbereitet. Dafür teile ich jetzt mal kurz meinen Bildschirm. Funktioniert das schon? Jawohl. Können. So, muss ich noch. Da haben wir beide. Genau, wir haben so ein typisches Live-Hacking-Setup mal aufgebaut. Das heißt, wir können jetzt einfach mal mitverfolgen, was da eigentlich passiert ist und wie schnell eben dann sowas auch gehen kann. Wir haben jetzt hier auf der linken Seite, den sieht man jetzt den Rechner der Personalerin von der Umbrella Care, die Frau Gerber. Und also Umbrella Care ist ein Betreiber, hatte ich es noch gar nicht vorgestellt, von Dialysezentren, die jetzt verschiedene Dialysezentren betreiben, also wo, wenn jemand Leute eben regelmäßig hin müssen, wenn sie irgendwie an Nieren Problem leiden, dort in die Dialyse müssen. Und das Geschäft läuft gut. Die Firma braucht einen Buchhalter, um die ganzen Rechnungen an die Privatpatienten zu versenden und hat diese dann auch rausgeschrieben. Und hier auf der rechten Seite sieht man jetzt die Sicht des Angreifers, der eben, was jetzt die Frau Gerber nicht weiß, sozusagen diese Falle ausgeworfen hat, diese Bewerbung. Jetzt sieht man irgendwie, dass früher kam dann nur irgendwie der Excel-Anhang mit dem Makro. Heutzutage wird dann auch noch ein PDF mitgeschickt, damit es realistischer aussieht. Und ein Foto hat auch die Conversion-Rate gut erhöht von solchen Angriffen, wirkt dann nochmal persönlicher. Das heißt, die Frau Gerber öffnet dann diesen Anhang. Und dann hat es natürlich, sieht sie erstmal nichts, aber sie sieht das vertraute Logo der Arbeitsagentur und da steht ja, sie soll irgendwie die Bearbeitungsfunktion aktivieren. Dann aktiviert sie das auch, dann tut sich immer noch nichts und dann soll sie da noch irgendwie Inhalte aktivieren. Also wir sind ja hier unter Softwareingenieuren. Welcher Softwareingenieur bei Microsoft dieses Dialogfenster entwickelt hat, weiß ich nicht, würde ich ja gerne mit unterhalten. Also ist ja sozusagen die sichere Option ist ja dieses X, dass ich jetzt eben dieses Makro nicht aktiviere. Und die unsichere Aktion ist die, wo eben alle die Kunst des UI-Designs mich irgendwie hinlenkt, nämlich drückt den Button, den sie dann natürlich auch gedrückt hat. Und jetzt sieht man erstmal, in ihrem Computer tut sich jetzt eben nichts. Sie sieht jetzt immer noch nichts, denkt, okay, vielleicht gibt es da ein weiteres Problem mit dem Dateiformat. Schließt dann die Datei wieder. Aber was ich eben getan hatte, ist hier rechts, sieht man bei dem Angreiferrechner. Der hat nämlich jetzt eine Verbindung zu dem Rechner aufgenommen. Was man eben auch sieht, ist, jetzt muss ich gerade meine Maus wieder einfangen. Jetzt wurde mein Rechner gehackt, ich habe keine Maus mehr. Vielleicht, wenn ich jetzt hier rausgehe. Nee, will sich nicht bewegen. Kannst du den roten Bobble benutzen? Ja, den probiere ich, genau. Ah. Ich könnte jetzt probieren, eine Maus anzustecken.
Ich guck mal, vielleicht kann ich auch alles ohne Maus. Ich wollte noch zeigen, dass dann aktuelle Antiviren-Software drauf ist, die das jetzt nicht erkannt hatte, weil es war halt ein von uns individuell erstellter Virus, der noch in keiner Signaturdatenbank aufgenommen wurde. Man sieht, dass irgendwie eine Firewall hätte einem jetzt auch nichts geholfen, weil Firewalls meistens so konfiguriert sind, dass die zwar von außen nichts reinlassen, aber von innen alles rauslassen. Und das ist jetzt eben hier einfach auf Port 8443. Also sieht dann aus wie normaler Webbrowser-Traffic in dem Fall. Und der telefoniert eben dann nach außen. Und jetzt, dass man auch sieht, dass es tatsächlich auf dem Rechner drauf ist, kann ich jetzt eben natürlich verschiedene Sachen machen. Ich kann jetzt zum Beispiel einen Screenshot aufnehmen. Den ich dann mir hier angucken kann. Das heißt also, man sieht, ich bin tatsächlich auf dem Rechner drauf. Und was ich dann eben mach, was sozusagen in dem Fall passiert ist, die Ausführung der Ransomware. Und das geht dann häufig eben, bis man das merkt, dass die ausgeführt wurde, ist es meistens schon vorbei, nämlich das sind dann irgendwie Dateien verschlüsselt und man sieht, dass dann und dann erst, wenn quasi der Angreifer wirklich will, dass man erkennt, dass man gehackt wurde, sieht man das, indem zum Beispiel der Bildschirmhintergrund ausgetauscht wurde, wie hier mit der Nachricht, an welche Bitcoin-Konto man denn bitte das Lösegeld überweisen soll. Exakt. Dann, das war sozusagen die Nachspielung des Schadens. In dem Moment, als sie den Totenkopf gesehen hatte, hat dann Frau Gerber zum Telefon gegriffen und hat jetzt mich als ISB angerufen und berichtet, dass wir da ein Problem haben. Jetzt können wir gleich die Folien wieder einblenden. Ja, die nächste dann. Genau, wir hatten eben gesehen, die Umbrella Care ist Opfer eines eben ja inzwischen klassischen Handgriffs mit einem Verschlüsselungstrojaner geworden. Wir haben dann außerdem auch noch eine E-Mail bekommen, dass eben tatsächlich auch, ich hatte es eben ja berichtet, aktuell werden nicht nur Daten verschlüsselt, sondern es werden erstmal die Daten entzogen. Meistens bekommt man dann einen Link zu irgendeiner Darknet-Seite, wo man dann erstmal so ein Sample an Daten bekommt, dass man auch wirklich weiß, dass die existieren. Und dann gibt es irgendwie eine Frist von so 7 bis 14 Tagen, bis dann eben die Daten auf derselben Seite veröffentlicht werden. Und das war jetzt eben auch in dem Fall der Fall. Das heißt, als ISB kann man dann an der Stelle gar nicht mehr so viel machen, weil eben das ist ja sozusagen, es ist schon passiert, die Daten sind weg. Wir wissen in dem Fall auch, was sozusagen die Schwachstelle war. Das heißt, es war jetzt irgendwie keine technische Schwachstelle, sondern natürlich kann man eben diskutieren, was man alles auf technischer Seite machen kann, um Mail-Server und Anhänge abzusichern. Aber letztendlich ist eben diese Datei auf den Rechner gekommen von der Mitarbeiterin. Sie hat sie geklickt und hat eben dadurch unwissentlich sozusagen die Verschlüsselung ausgeführt. Und dadurch, dass wir nicht wissen, ob jetzt noch, also häufige Technik ist ja auch, dass sich dann die Angreifer erstmal im Unternehmen ausbreiten, weil sie ja eben zum Beispiel an die Backups wollen und die Backups zerstören, weil das dann die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie auch bezahlt werden, ist auch damit die Verfügbarkeit der Dialysezentren in Gefahr. Und da weiß man, da geht es ja, da müssen eben Leute, müssen da halt hin, um ihre Dialyse zu machen. Da kann man nicht sagen, irgendwie kommen sie nächste Woche wieder. Das heißt, es waren dann sehr, sehr schwierige Entscheidungen, welche Systeme man eben runterfahren sollte, neu aufsetzen, weil man eben nicht mehr die Integrität der Systeme sicherstellen kann und welche man eben weiterlaufen lassen kann, damit zumindest die Grundfunktionalität weiterlaufen kann. Im
Nachgang oder eben parallel gibt da so eine gewisse 72-Stunden-Frist in der DSGVO. DSGVO wurde natürlich dadurch, dass es eben personenbezogene Daten waren, auch der Landesdatenschutzbeauftragte informiert. Umbrella Care hat auch einen Eigentümer, einen Investor, der eigentlich jetzt gerade noch mal Geld reingesteckt hatte, um das Netzwerk an Dialysezentren weiter auszubauen. Der kam dann mit, hey, ihr braucht doch irgendwie da mal vielleicht ein ISMS. Da gibt es im Gesundheitswesen sogar ein spezielles nach ISO 27799. Und dann wurde das auch noch dem Versicherungsmakler gemeldet, mit der SOSO schon seit einem Jahr einen probiert, eine Cyber-Risk-Versicherung zu verkaufen, der dann sagt, ups, das ist jetzt natürlich mit dem Vorfall sehr viel schwieriger für die Versicherung, das überhaupt zu akzeptieren. Die haben jetzt als Grundvoraussetzung, dass man überhaupt eine Cyber-Risk-Versicherung für die Zukunft abschließen kann, gesagt, man bräuchte da so ein ISMS mindestens nach VDS 10.000. Das heißt, dem ISB raucht erstmal der Kopf, gibt irgendwie ganz viel Leute, die plötzlich Forderungen stellen, dass, wie man bisher vielleicht gedacht hatte, sich abzusichern, hatte offensichtlicherweise nicht gereicht. Und jetzt ist eben die Frage, wie kann man es besser machen? Wie kann man denn jetzt das Unternehmen, die Umbrella Care, sicher aufstellen? Und da hat er sich eben Unterstützung geholt bei Maximilian Staus, der jetzt hier die Umbrella Care berät. Ganz genau. Es ist tatsächlich ja leider häufig der Fall, dass wir zu Rate gezogen werden, nachdem schon ein Vorfall stattgefunden hat, weil einfach dann auch die Awareness in der Geschäftsleitung viel höher ist. Zum Teil wissen schon die IT-Experten in der Firma, dass es irgendwo Bedarf gibt. Der Prophet im eigenen Haus gilt manchmal leider nicht ausreichend viel. Jetzt ist der Drops gelutscht. Wir sind dabei, dem Kunden zu helfen, haben den Vorfall erstmal eingedämmt und können uns jetzt natürlich darum kümmern, dass sowas in Zukunft nicht mehr passiert. Und die Frage, die wir uns und beziehungsweise die sich der Kunde dann natürlich auch stellt, die Umbrella Care ist, was muss ich jetzt machen, um in Zukunft bessere Prozesse zu haben, solche Vorfälle zu vermeiden? Die Problematik, nicht nur bei der Informationssicherheit, ist natürlich häufig, dass wir nur begrenzte Ressourcen haben. Zum einen zeitlich, wir haben alle nur 24 Stunden am Tag, aber natürlich auch aus Budgetgründen. Und um das meiste rauszuholen aus dem, was wir machen können, fangen wir meistens damit an, eine Bedrohungsanalyse, ein sogenanntes Threat Modeling mit dem Kunden durchzuführen, um zu erfahren, was wir eigentlich an Werten, an Infrastruktur, an Systemen, aber vielleicht auch an Prozessen in dem Unternehmen gegen gewisse Angriffe auf welche Art und Weise schützen müssen. Wir haben also drei Schritte, die wir nacheinander abarbeiten, um erstmal zu erfahren, was sind unsere Kronjuwelen. Beispielsweise bei einem Online-Shop würde der Fokus ganz klar auf den Prozessen, auf den Systemen liegen, die zur Durchführung von Verkäufen benötigt werden. Bei der Umbrella Care würde der Kunde bzw. der Patient hier im Mittelpunkt stehen, das heißt die Verfügbarkeit von allen Systemen, die zur Behandlung von Patienten notwendig sind. Im zweiten Schritt nehmen wir Bedrohungen auf und machen eine Risikoanalyse. Wir machen das ganz gerne mit sogenannten Evil User Stories, das heißt, wir versetzen uns in die Gedanken von einem Angreifer, von einem bösartigen Hacker und versuchen, die Firma auf dem Papier anzugreifen. Wir setzen uns mit der IT der Umbrella Care zusammen. Die kennt ihre Systeme, die weiß die Schwachstellen und Einfallstore. Und wir brainstormen eine Zeit lang, wo wir den größten Schaden anrichten können. Zum einen natürlich aus Sicht von beispielsweise Ransomware-Angriffen. Da könnte man dann eine User-Story schreiben, als Angreifer möchte ich alle Daten verschlüsseln, um Lösegeld erpressen zu können. Aber beispielsweise auch weitergedacht, nicht nur auf bösartige Angreifer, sondern als schussliger User möchte ich mir mein Passwort nicht merken und deswegen meinen PC nicht sperren. Alles Bedrohungen, die
auf eine oder andere Art die Schutzobjekte angreifen können. Wir sortieren das dann nach Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität, was Armin vorhin schon die Dreifaltigkeit der Informationssicherheit, und bewerten die dann in der Risikoanalyse hinsichtlich, wie wahrscheinlich ist es, dass so ein Angriff stattfindet und wie groß wäre die Auswirkung, welchen Schaden hinsichtlich der Schutzobjekte könnte so eine Bedrohung, so ein Angriff dann erwirken. Wenn wir am Ende dann wissen, welche Objekte wir schützen müssen und was unsere Bedrohungen oder unsere Risiken sind, können wir auch viel, viel besser an Maßnahmenplaner arbeiten, der diese Punkte der Reihe nach abarbeitet. Das ist wieder der Punkt mit den begrenzten Ressourcen. Die besten Maßnahmen sind die, die mir den größten Nutzen von Anfang an bringen. Nicht immer sind es die einfachsten Maßnahmen. Also es gibt oft Quick-Wins, die man natürlich umsetzen kann, um wirklich tiefergehenden Schutz auch in zum Beispiel Unternehmen, die Software produzieren, zu erreichen. Haben wir oft auch Kernprozesse im Unternehmen, die wir anfassen müssen, wo wir auf gewissen Widerstand stoßen von der Organisation, weil die Dinge einfach anders gemacht werden müssen in Zukunft, um sicherer zu sein, arbeiten da dann mit der Umbrella Care zusammen, um eine möglichst flüssige Informationssicherheit zu ermöglichen. Am Ende des Tages bringt uns nämlich die beste Maßnahme nichts, wenn User mit Zwang und Boshaftigkeit versuchen, die Maßnahmen zu umgehen, weil sie sonst nicht arbeiten können. Also das wichtigste Gut ist natürlich, dass die Firma arbeiten kann. Ansonsten bringen uns die schönsten Prozesse und Ideen nichts. Im BSI-Grundschutz kennt man diesen Schutzbedarf, diese Aufnahme der Schutzobjekte als Strukturanalyse. Es gibt da zum Beispiel Anwendungen, also Tools, mit denen man das unterstützt machen kann, und nimmt da wirklich von Grund an am BSI-Grundschutz auf, welche Gebäude habe ich eigentlich, welche Rechenzentren zum Beispiel, welche Räume befinden sich darin, wie sind die vernetzt, zum Beispiel durch LAN, durch Glas, welche IT-Systeme laufen in meiner Infrastruktur, bis runter auf welche virtuelle Maschine bedient welche Datenbank oder wird von welcher Datenbank angesprochen, welche tatsächlichen Anwendungen habe ich in meinem Unternehmen, verknüpft die, bewertet die, kann damit dann ein Bild von seiner Firma, von seinen Werten auch erfassen und kann dann im nächsten Schritt auch besser darüber nachdenken, welche Objekte denn den höchsten Schutzbedarf haben. Die Bedrohungen und Risiken kann man auf beliebige Art natürlich dokumentieren. Wichtig ist, dass sie verständlich dokumentiert werden und dass es nicht statisch bleibt. Also Bedrohungen und Risiken, das kennt man aus der gewöhnlichen Betriebswirtschaftslehre, verändern sich, müssen natürlich auch regelmäßig aktualisiert werden. Zum einen, wenn sich Systeme ändern, zum anderen aber natürlich auch, wenn sich die Umwelt ändert. Also vor 10 Jahren waren Angriffe wie die Ransomware, die wir heute sehen, zum Teil auch technisch einfach noch viel, viel unwahrscheinlicher. Da musste man weniger Angst vor Verschlüsselungstrojanern haben als heute, wo es einfach eine reale Gefahr ist, die aufgrund der schieren Masse an automatisierten Angriffen wirklich eigentlich jedes Unternehmen treffen kann. Wir sehen das auch bei Kunden, bei denen wir First-Level-Support machen, dass einfach zum Teil hunderte Angriffe im Monat geschehen, die viel durch technische Maßnahmen abgewendet werden können, aber ein Restrisiko bleibt, insbesondere wenn wir Mitarbeiter, Personal irgendwo haben, da können wir nicht alles technisch lösen. Da bleiben immer Risiken vorhanden, die wir bewerten und die wir natürlich auch irgendwo behandeln müssen. Also behandeln zum Beispiel durch Maßnahmen wie Schulungen, wie technische Maßnahmen, zum Teil aber auch durch Versicherungen, durch andere prozessuelle Maßnahmen. Was wir hier in der Excel machen, kann man natürlich auch in jeglichem anderen System machen, dient hier nur der Anschaulichkeit. Ich hatte vorhin gesagt, dass wir die Risiken bewerten. Das ist so zum Beispiel eine Darstellung, die der Geschäftsleitung, dem Management meistens ganz gut gefällt, weil es auf den ersten Blick sehr vertraut wirkt. Wir haben verschiedene Kategorien an Risiken, ganz
ganz grundlegend berechnet aus der Eintrittswahrscheinlichkeit und der dem Schadensausmaß, also der tatsächlichen geldwerten Schaden, könnte man sagen, der eintritt, wenn eine Bedrohung durch einen Angreifer ausgenutzt wird. Da ist es auch immer so eine gewisse Einstellungssache der Organisation, wie man das dann berechnet, wie man das einstellt. Die Umbrella Care hat sich hier für eine eher konservative und konservative Darstellung oder Einschätzung entschieden. Risiken, die quasi keinen Schaden verursachen, die also vernachlässigbaren Schadensausmaß haben und noch dazu eher unwahrscheinlich sind, sind nicht so stark betrachtet. Dafür gibt es aber durchaus unwahrscheinliche Risiken, die ein sehr hohes Schadensausmaß haben können, die mit hoher Priorität bearbeitet werden. Ziel ist natürlich immer, die hohen Risiken zuerst abzuarbeiten, um in dem Fall dann mit den roten Risiken anzufangen, danach die mittleren Risiken bzw. Risiken in niedrigere Kategorien zu verschieben, indem man eben Maßnahmen ergreift. Diese Darstellung bzw. diese ganze Sammlung von Schutzobjekten, von Bedrohungen, von Maßnahmen kann man eben, wie zum Beispiel auf der ersten Folie gesehen, toolbasiert abbilden. Es gibt da nach BSI-Grundschutz Software, die diesen ganzen Prozess im Endeffekt abarbeiten kann. Solange das bearbeitet und aktualisiert wird, ist da aber jeder frei in seiner Wahl. Genauso müssen natürlich auch die Maßnahmen dokumentiert werden. Nach solchen Bedrohungsanalysen oder Workshops mit unseren Kunden liefern wir natürlich Bericht mit einer Liste an Handlungsempfehlungen bzw. Maßnahmen, die die erkannten Risiken und Bedrohungen bestmöglich abdecken. Wir sortieren das dann, das sollte natürlich jeder so sortieren, dass die wirksamsten Maßnahmen an oberster Stelle stehen. Beispielsweise haben wir jetzt hier die Maßnahme, Sicherheitsrichtlinien einzuführen oder ein Risikomanagement einzuführen, beides eher abstrakte oder prozessuelle Maßnahmen. Da gibt es ganz verschiedene Detailgrade natürlich auch. Was ich wichtig finde, ist, wer aus der Informatik oder aus der Programmierung kommt, denkt dann natürlich gerne erstmal an technische Maßnahmen. Also was können wir mit unserem Computer, mit unseren Configs einstellen, um den Risiken entgegenzuwirken? Welche technischen Maßnahmen, wie zum Beispiel Pentests, können wir dann einsetzen? Können wir irgendwelche Schwachstellen-Scans fahren, um solche Schlupflöcher von vornherein schon zu finden, bevor sie der Angreifer findet? Wird aber dann, sobald technische Möglichkeiten erschöpft sind, irgendwann auch merken, dass es eben auch den User gibt, dass Menschen einfach trainiert werden müssen und insbesondere im Bereich auf Social Hacking, Social Engineering vielleicht nicht so ausgebildet sind wie wir, die das tagtäglich als Experten machen. Wir bieten dann beispielsweise Schulungen und Trainings an, auch auf verschiedene Zielgruppen, dass zum Beispiel Administratoren, die Systeme verwalten, die hohe Privilegien in ihren Konten haben, noch tiefer geschult werden, um einfach wirklich in der Belegschaft, auch bei der Umbrella Care haben wir das tatsächlich, hätten wir das durchgeführt, dass alle zumindest mal von den Gefahren, zum Beispiel von E-Mails, einfach geschult werden. In unseren Schulungen machen wir auch Lifehacks. Den Angriff mit der Trojaner-E-Mail zeigen wir relativ gerne, weil es ein Angriff ist, den im Endeffekt jeden treffen kann. Also fast jeder bedient irgendwo ein Mail-Programm, achtet da vielleicht dann nicht immer auf die Absenderadresse und in vielen Bereichen wäre es auch irgendwo vermessen zu sagen, ah, dann gucken Sie sich halt hier die Mail-Header an, dann sehen Sie doch, dass der Envelope-From ganz anders ist. Da steigen viele Leute aus. Wir müssen da also Basisarbeit leisten und neben den Menschen natürlich auch noch die Prozesse betrachten. Das ist der große Teil von einem Informationssicherheitsmanagementsystem. Wir überlegen uns, was wäre denn die beste Art und Weise, um Dinge zu machen, und dokumentieren das so, dass es nicht nur wir, die uns das ausgedacht haben, es wissen, sondern dass auch zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von unseren Erfahrungen profitieren können, haben Prozesse zur Erkennung von Vorfällen,
zum Verhalten bei Vorfällen. Natürlich aber, wenn man sich gleich die anderen Richtlinien noch anschauen würde, eigentlich alle Prozesse im Unternehmen haben irgendwo einen Bezug zur Informationssicherheit. Und die Systeme, die Managementsysteme, die wir gleich noch genauer anschauen, decken da auch viel ab, in verschiedenen Detailgraden natürlich. Notfallmanagement hinsichtlich der, was mache ich denn, wenn mein System verschlüsselt ist, wo liegen denn meine Backups, habe ich aus Versehen meinen Backup-Key auch auf dem Fallshare liegen und ist jetzt mein Backup-Key auch verschlüsselt worden, ist meine KeyPass-Datenbank damit auch verloren sozusagen, das sind Sachen, die prozessual einfach geregelt werden können, indem es eben Anleitungen gibt, Richtlinien gibt, Best Practices, die wir dann auch wieder schulen natürlich. Wer braucht eigentlich ein Management-System, ist jetzt vielleicht eine Frage, die sich manche stellen. Ist die Umbrella Care als Firma überhaupt groß genug, um jetzt hier nach 27.001 zu arbeiten? Oder brauche ich als Zwei-Mann-Agentur auch so ein Informationssicherheitsmanagementsystem? Muss ich mir die Arbeit machen? Das ist unsere Antwort eigentlich, kommt darauf an. Wir sind immerhin Berater. Und es kommt darauf an, was mein Ziel ist als Unternehmen. Die Umbrella Care könnte sich hier vier Punkte anschauen, die sie betreffen könnten. Zum Beispiel unterliegt sie irgendwelchen Regularien. Also wer jetzt höher denkt im Bereich Kritis zum Beispiel, da gibt es Gesetze, die schreiben gewisse Dinge vor, die muss ich erfüllen. Auf der anderen Seite aber auch, welcher Bedrohung bin ich denn ausgesetzt? Bin ich als Dialysezentrum so im Auge der Angreifer oder fliege ich irgendwo unter dem Radar, weil mich keiner kennt? Bin ich eine Firma wie Google, die als meistgenutzte Website irgendwo natürlich einem viel höheren Ausmaß an Traffic und damit auch Angriffen ausgesetzt ist? Und brauche ich vielleicht deswegen Prozesse, die mich bei Informationssicherheit unterstützen können? Habe ich irgendwelche Unternehmensziele? Und was sagen meine Stakeholder? Vielleicht wie bei der Umbrella Care habe ich Eigentümer oder Geldgeber, die vorbeugend vor Vorfällen oder als Reaktion auf so einen Vorfall Maßnahmen fordern. Und eine mögliche Maßnahme wäre dann natürlich, ein Informationssicherheitsmanagementsystem einzuführen. Die DSGVO ist, denke ich, eine Regularie, die uns alle betreffen kann. Und Dinge, die in der DSGVO vorgeschrieben werden, lassen sich natürlich auch im Rahmen von so einem ISMS umsetzen. Also wenn es um Verschlüsselung von Daten, um Löschkonzepte, um Planung von technischen, organisatorischen Maßnahmen geht. Das sind zum Beispiel Dinge, die da auf jeden Fall betrachtet werden. Und wenn wir uns darüber Gedanken gemacht haben, was wir brauchen, können wir natürlich auch überlegen, welches Informationssicherheitsmanagementsystem oder ISMS wir brauchen. Es gibt da eine Vielzahl an Frameworks. Was wir hier sehen, ist wirklich nur eine Auswahl. Auf der unteren X-Achse könnte man sie so beispielsweise nach Ganzheitlichkeit sortieren, also wie viele Vorgaben oder wie viele Unternehmensprozesse werden von der Norm betrachtet oder werden darin definiert. Und auf der Y-Achse nach oben ist der Aufwand bzw. der geschätzte Aufwand, den man als Firma investieren muss, um zertifizierbar am Ende zu sein. Nicht jede Norm, wenn wir vielleicht nochmal zurückdenken zu, was ist mein Ziel, nicht jede Norm, die ich hier sehe, muss ich auch zertifizieren. Also theoretisch könnte ich als Unternehmen auch sagen, ich möchte jetzt das höchste Schutzniveau und den höchsten Standard erreichen und möchte all meine Prozesse nach IT-Grundschutzprofil mit Bonuspunkten erfüllen, aber ich lasse mich nicht danach zertifizieren, weil mir das Siegel egal ist oder weil ich das nur für mein internes Wohlbefinden als Firma quasi machen möchte. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, ich möchte das nach außen auch tragen und hole mir ein solches Zertifikat, lass mich auditieren von externer Stelle. In der Mitte der VDS 10.000, TISAX ISO 27.799 Bereich ist so der, in dem sich die Umbrella Care umsieht.
Die VDS 10.000 ist herausgegeben speziell für den Mittelstand und deckt so die wichtigsten Punkte ab. TISAX und die 27.799 sind Spezialfälle, könnte man sagen, von der 27.000-Norm. TISAX für den Automobilsektor, die 27.799 für den Gesundheitssektor. Es gibt also hier auch spezifischere Normen, die dann auf Branchen zugeschnitten sind. Wie gesagt, ist das VDS 10.000 ein bisschen komprimiert. Es ist aufwärtskompatibel zu 27.001, aber auf 43 Seiten. Natürlich kann es nur einen gewissen Bestandteil der ganzen Norm enthalten, beschränkt sich da also auf Sachen, die für KMUs am relevantesten sind im Normalfall. Gibt hier natürlich auch Mindeststandards vor, wird niemand daran gehindert, noch mehr umzusetzen. Hat allerdings eher eine geringere internationale Anerkennung. Also wer internationale Kunden in den USA oder in anderen Ländern hat, wird mit dem VDS-Siegel vielleicht weniger Eindruck schinden können, als zum Beispiel mit der 27.000-Norm. Und hier ein Punkt, der vielleicht anzumerken ist, hat keine Vorgaben zur Business Continuity, also zu Notfallmaßnahmen, wenn denn mal die Hütte brennt. Die 27.001 ist so eine der bekanntesten Platzhirsche, international anerkannt, setzt wirklich viel um, hat hier viele Vorgaben auch zum Bereich dann Lieferantenmanagement, Beschaffung von anderen Softwares zum Beispiel, aber auch zur Entwicklung von Software. Also der Softwareentwicklungsprozess wird in der 27.001 auf gewisse Weise geregelt und stellt da Vorgaben. Er ist echt standardisiert, gibt es auch schon seit einigen Jahren, bindet aber auch einige Ressourcen. Also für kleine Firmen könnte das natürlich auch ein überdimensioniertes System sein, weil wer sich zertifizieren lässt, natürlich auch interne Audits braucht. Der muss erstmal für sich die Reife erreichen, um dann einem externen Auditor das präsentieren zu können. Und in der Umbrella-Care-Situation würden wir natürlich auf die 27.799 umsteigen. Die ist oder verwandt mit der 27.001, aber enthält eben spezielle Empfehlungen oder eine Auswahl an Empfehlungen für die Gesundheitsbranche. Und wie gesagt, da gibt es eben für verschiedene Branchen verschiedene Abweichungen. Man hat hier quasi dann in Zusammenarbeit mit der 27.002, die also die, ja, könnte man sagen, die Anleitung zur Umsetzung der 27.001 ist, sehr konkrete Anforderungen. Wer wirklich absolut topsicher sein möchte, kann den BSI-Grundschutz anwenden. Der ist sehr lang, der hat sehr viele sehr detaillierte Punkte, wird auch in Anpassungen, zum Beispiel an Kritis, an städtische Kommunen zum Beispiel, rausgegeben und bildet wirklich von der Aufnahme von meinen Assets, von meinen Schutzobjekten bis hin zur Auditierung alles ab und ist auch fachlich wirklich auf einem hohen Niveau. Wer den BSI-Grundschutz mal lesen möchte, hat danach auf jeden Fall einen guten Überblick über mögliche Maßnahmen aus der Informationssicherheit, bindet aber auch wirklich quasi mindestens so viele Ressourcen wie die 27.000-Norm. Hier mal vielleicht eine Folie zum Screenshotten, wenn man diesen Vergleich sich anschauen möchte aus den bekanntesten dreien, sage ich mal, in Deutschland, also Grundschutz 27.001 und VDS 10.000. Sieht man, dass natürlich alle zertifizierbar sind, dass man alle auch dann nach außen tragen kann, präsentieren kann, seinen Geschäftspartnern, seinen Kunden, seinen Patienten in dem Fall, dass man sich um Informationssicherheit kümmert, dass man das ernst nimmt. Kann natürlich dann auch noch nach Aufwand, nach Flexibilität oder anderen Sachen unterscheiden. Wenn man sich zertifizieren lassen möchte, beziehungsweise wenn wir mit der Umbrella Care dann in die Arbeit gehen und den Status quo aufnehmen, könnte man einen Reifegrad für die Organisation festlegen. Das heißt, man prüft bestehende Maßnahmen oder geplante Maßnahmen und stellt fest, wie weit denn das Unternehmen in gewissen Bereichen ist. Kann man sagen, dass es zum Beispiel nach dem SPICE-Reifegrad
einen Wert von 0 bis 5 geben kann, wobei 0 wäre, ich habe gar keine Maßnahmen, ich weiß noch gar nichts, habe keine definierten Prozesse, und 5, ich bin top zertifiziert, setze meine Maßnahmen durch regelmäßige Audits weiter fort und entwickle mich da nach Kennzahlen fort. Punkt 3, also was hier mit dem blauen Pfeil ist, wäre quasi dann zertifizierbar. Also ich brauche Prozesse, ich muss diese Prozesse dokumentieren nach gewissen Standards. Ich muss auch im Unternehmen einfach schon das Bewusstsein haben. Die Leute müssen das wissen, die müssen das leben. Und es muss irgendwo verankert sein in einem Risikomanagement. Das haben wir mit der Umbrella Care natürlich gemacht. Und der Informationssicherheitsbeauftragte, der Armin, kann uns dann auch gleich zum aktuellen Stand bei der Umbrella Care was sagen. Genau, wir hatten uns eben für die ISO 27001 in der Spezialform 27799 entschieden als Gesundheitsunternehmen und hatten dann eben so eine erste Gap-Analyse gemacht, um zu gucken, okay, wo stehen wir eigentlich mit unseren bisherigen Maßnahmen? Und da gibt es eben dieser ISO 27001 Normfamilie immer den Anhang A, wo es 14 sogenannte Security Controls, also quasi Maßnahmen, Kategorien gibt, die man sich angucken kann, die eigentlich sehr umfassend das Thema Informationssicherheit beleuchten. Also wo man eigentlich sämtliche Maßnahmen, die Ihnen wahrscheinlich einfallen, kann man eben in eine dieser 14 Kategorien stecken. Es ist natürlich dann so die offensichtlichen, es sind so unten, so wie das ist, was jetzt hier mit der 8 Mittel und die Betriebssicherheit oder Kommunikationssicherheit, da steckt dann so das Ganze, wie baue ich meine Netzwerke auf, was mache ich mit an E-Mail-Sicherheit und dem Punkt Anschaffung, Entwicklung, Instandhaltung von Systemen, da steckt dann der ganze Punkt der Softwareentwicklung dahinter. Aber eben auch so Sachen, wo uns eben auch wichtig ist, quasi der Unterschied IT-Sicherheit und Informationssicherheit, dass es aber ja auch darum geht, eben so das Thema Personalsicherheit, wie sind da eigentlich die Prozesse im On- und Offboarding, woher weiß man überhaupt, wer jetzt dann neu kommt und wie sind Schulungs- und Weiterbildungsprozesse. Das heißt, es betrifft schon eben das komplette Unternehmen, auch wenn natürlich eben so wie Informationen heutzutage verarbeitet und gespeichert werden, die IT immer da noch einen Schwerpunkt bildet. Das heißt, daran haben wir uns orientiert, hatten eben so eine Gap-Analyse. Ziel war eben auch die Zertifizierung. Das heißt, das impliziert dann eigentlich immer einen Reifegrad von 3, weil man ja alle dem externen Auditor dann eigentlich vorzeigen muss, was hat man alles dokumentiert. Das heißt, man muss eigentlich alle Prozesse, alle Richtlinien dann irgendwie niedergeschrieben haben und muss es dann auch noch selbst dann mindestens einmal gelebt haben. Das heißt, man muss die entsprechenden Nachweise auch erzeugt haben, damit sich dann jemand Externes auch davon überzeugen kann, dass man die Prozesse auch lebt. Und da sieht man eben, ist die Umbrella Care zu dem Zeitpunkt der Gap-Analyse noch nicht gewesen, aber es war sozusagen, man sieht, was man jetzt noch an Raum ausfüllen muss, wie man quasi so den Luftballon in der Mitte vom Spinnennetz noch aufblasen muss. Nächste Folie bitte. Das heißt jetzt nochmal eigentlich in der Rekapitulation, wir haben und zum einen war erstmal so die Frage eben, brauche ich irgendwie ein ISMS? Und wenn man ISMS erstmal übersetzt mit systematischen Informationssicherheitsmanagement, nämlich in so gewissen, was so dieses Plan, Do, Check, Act, dass man systematisch dran geht, sich kontinuierlich verbessert, würde ich ja eben sagen, braucht eigentlich jedes Unternehmen, was so in den nächsten 5 Jahren, was so irgendwie noch auf dem Markt sein will, weil eben ansonsten, wenn ich nicht irgendwie auch gewisse Prozesse habe und eine gewisse Größe hat, wenn man irgendwie jetzt vielleicht ein 3-Mann-Unternehmen ist, wo dann in 10 Jahren immer noch die gleichen 3 Personen alles machen, dann braucht man es wahrscheinlich nicht, aber ab einer bestimmten Größe, wo eben dann vielleicht der eine Teil vom Unternehmen nicht mehr weiß, was der andere macht, wo es auch Fluktuationen bei den Mitarbeitern gibt,
wäre eben meine Behauptung, ohne dann systematische Herangehensweise kann man das gar nicht, alles nicht schaffen. Die zweite Frage, die dann eben nicht jede Organisation wahrscheinlich mit ja, brauchen wir beantworten wird, war die Frage, brauche ich ein zertifizierbares oder sogar zertifiziertes ISMS, wo dann eher eben so die Fragestellung, die wir hatten, gibt es eben bestimmte regulatorische Anforderungen, bestimmte Anforderungen von Stakeholdern, wo man da abwägen muss. Bei der Umbrella Care war dann da auch die Antwort, ja, man braucht es. Dann ist die Frage, welchen Umfang, also in welchem Framework orientiert man sich, wo es eben verschiedene Entscheidungskriterien gibt, die wir jetzt eben da mal grob umrissen haben. Und dann eben, welches Niveau braucht man, was eigentlich impliziert wird durch dieses, wenn ich zertifiziert sein will, dann muss ich eben bis zu dieser Eifelgrad 3 vordringen. Und die Entscheidungen wurden eben getroffen und dann geht es sozusagen an die Umsetzung des Ganzen. Da jetzt auch nur noch mal ein ganz schneller Überblick. Wir hatten also, kann man sich sozusagen vorstellen, das Vorgehen ist eigentlich immer sinnvoll, schon gleich diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu leben. Das heißt, nicht zu denken, okay, es ist jetzt ein Projekt, was irgendwann mal beginnt und irgendwann endet, sondern eigentlich probieren schon möglichst alle Prozesse, die man schon eingeführt hat, dann auch schon gleich mit Leben zu füllen, mit einer gewissen Regelmäßigkeit zu füllen. Das heißt, wir sind ja schon mit dieser Erstaufnahme, mit dem Threat Modeling, haben wir uns eigentlich schon Gedanken gemacht, okay, was sind eigentlich unsere Ziele, was wollen wir schützen, was gibt es für kritische IT, Ressourcen, was sind unsere Risiken und die entsprechenden Maßnahmen, die wir machen müssen. Das heißt, so da ist eigentlich der erste Durchlauf schon gelaufen und dann kommt man irgendwie dran und sagt, okay, jetzt diese Maßnahmen, statt jetzt nur umzuführen, schreibe ich eben gleich nieder, nach welchen Regeln mache ich eigentlich die Maßnahmen, indem man eben Richtlinien dann aufstellt. Und wenn man die dann aufgestellt hat, kann man dann zu denen schulen, kann dann über interne Audits, über Messungen, über KPIs das Ganze dann prüfen, verbessern, um sich dann irgendwie im jetzt letzten Schritt auch das irgendwie extern quasi bescheinigen zu lassen. Noch einen ganz kurzen Deep Dive vielleicht, was das vielleicht, um sich es auch noch mal so ein bisschen vorzustellen, was bedeutet eben jetzt so das Thema Richtlinien, Regelung, wie behandelt man jetzt so einen Bereich? Wir hatten ja vorhin schon gesagt, eben das Thema sozusagen der Softwareentwicklung ist eben so einer von 14 Bereichen, die dann die ISO 27001 vorsieht. Und da würde man einmal starten mit irgendeiner Richtlinie zu dem sicheren Softwareentwicklung, wo man erstmal beschreibt, so eben nach welchen Prinzipien, welche Rollen gibt es eben dann in der Softwareentwicklung, arbeiten wir eben eher nach dem agilen Modell, wie arbeitet man da, an welchen Best Practices orientiert man sich, zum Beispiel eben dem Secure Software Development Lifecycle Modell und wie sieht dann eben so ein Softwareentwicklungsprozess aus, weil es, wer sich jetzt denkt, Umbrella Care, was haben die mit Softwareentwicklung zu tun, als Dialysezentrumspraxis gab es da eben auch eine eigene Entwicklungsabteilung, die dann so die ganze Termin-Patienten-Management dann eben auch intern entwickelt hat. Und dann, ich glaube, das ist jetzt wahrscheinlich auch, also ich kenne den nächsten Vortrag nicht, aber kann mir sehr gut vorstellen, dass das schon eine ganz gute Überleitung ist, weil das ja eben Security by Design, Privacy by Design immer das Mantra ist, eigentlich möglichst früh zu beginnen, nicht erst am Ende eben so klassisch hätte man eben mit dem Penetrationstest gestartet, wenn eigentlich schon alles entwickelt ist, aber es ist immer der Shift Left, wenn man sich das jetzt auf einer Linie anguckt, also möglichst zum Anfang in der Designphase schon auch Sicherheit mitzudenken, was man eben dann zum Beispiel durch so ein Threat Modeling machen kann, was wir jetzt quasi auf Unternehmensebene gemacht hat, auf der Produkt-Software-Ebene sich zu überlegen, dass man dann eben während des Entstehungsprozesses sich an eigenen Coding-Standards orientiert, dass man dann während des Ganzen, quasi ganze Build-Pipeline, wenn man neue Sachen eincheckt, dauernd den Patch-Status auch von Dependencies überprüft, was baut man sich da eben alles noch ein, dann mit verschiedenen Arten der Code-Analyse, statische Code-Analyse schon probiert, automatisch auf Fehler zu prüfen, dann bei größeren Releases Penetrationstests durchzuführen und dann im Betrieb eben nicht zu vergessen, quasi auf welchen Servern, auf welchen Maschinen betreibe ich das Ganze. Und logge ich dann auch, bekomme ich auch mit, was da eigentlich läuft und das ganze Wissen dann wieder in die Weiterentwicklung fließen zu lassen. Genau, das mal so und das
sozusagen diese einzelnen Schritte, diese Artefakte würde man dann eben in der Richtlinie beschreiben, sodass, wenn auch jemand neu eben in das Entwicklungsteam kommt, eben genau weiß, mit welchen Tooling, mit welchen Prozessen, mit welchen Abläufen wird denn hier gearbeitet. Dann das als schneller. Ich bin gespannt auf den nächsten Vortrag schon. Deswegen wollen wir hier dann auch fertig werden, noch mit eben der Zusammenfassung. Was würde uns freuen, wenn Sie mitnehmen, dass es eben jetzt nicht unbedingt auf das konkrete, welches Management-System, welches Framework verwende ich, aber eben der Gedanke, dass man sagt, man braucht eben Informationssicherheit ist, gibt es ja auch so den Spruch, es ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Das heißt, da muss man regelmäßig und strukturiert dranbleiben. Und dann klappt es auch. Eben manchmal ist halt es einfach harte Arbeit, muss dranbleiben. Es gibt nicht irgendwie den Zaubertrank, die Zauberappliance, die man sich reinstellt und dann ist alles sicher, sondern es ist ein Zusammenspiel aus ganz vielen Dingen. Aber dann kann man auch eben was Ordentliches schaffen. Soweit von uns. Wir danken für die Aufmerksamkeit und freuen uns auf Fragen oder weiß ich nicht, ob wir jetzt aufgrund, da wir jetzt dann unsere Zeit schon voll ausgenutzt haben, schon den nächsten Vortrag übergehen wollen. Erstmal ganz herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank an Armin Habrecht und Maximilian Staus für den tollen Vortrag mit einem plastischen Beispiel, das sie mitgebracht haben und dann den vielen Erklärungen, was es alles gibt im Informationssicherheitsmanagement-System an Zertifizierung, Möglichkeiten und Maßnahmen, die man ergreifen muss, wie man auch mit denen umgeht, also gerade auch aus einer ingenieurwissenschaftlichen Sicht oder in der Vorgehensweise. Ist es auch wichtig, dass man ja auch irgendwelche Grundprinzipien beim Vorgehen hat. Und ich glaube, das ist auch deutlich rübergekommen, finde ich sehr, sehr schön. Toller Vortrag dafür, toller Vortrag gemacht, vielen Dank dafür. Ich glaube, wir gönnen uns noch ein kurzes Zeitfensterchen, wenn ganz, ganz heiße Fragen da sind, dann können wir die vielleicht jetzt noch beantworten. Ansonsten würde ich darauf verweisen, dass wir ja im Nachgang immer noch ein bisschen Diskussionen haben können und da können wir dann vielleicht auch in lockerer Runde später noch ein Stück weit auch philosophieren. Also da haben wir auch noch Möglichkeiten, Fragen an die beiden zu stellen. Wenn jetzt aber jemand ganz unruhig ist und vielleicht gar nicht mehr irgendwie auf dem Stuhl sitzen bleiben kann und unbedingt Fragen stellen kann, dann jetzt raus damit. Gerne Hand heben oder Fragen einfach stellen. Ich sehe keine Fragen. Okay. Was mich interessiert ist, wir haben jetzt aufs Gesundheitswesen abgezielt. Jetzt komme ich aus der Telco-Branche. Da weiß ich, wir haben da ein hohes Bewusstsein dafür über Bedrohungen, Risiken und machen da auch kräftig Analysen. Kann man da unter den Branchen Unterschiede feststellen, was das Bewusstsein anbelangt und wie man willig ist, jetzt auch zum Beispiel Aramido mit an Bord zu holen, sodass man hier Beratung kriegt? Oder gibt es gar innerhalb des Gesundheitswesens da Unterschiede? Ich weiß, dass man im Gesundheitswesen sehr, sehr aware ist, was Vertraulichkeit von Daten anbelangt. Patientendaten haben da schon einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Gerade auch im Bereich der Radiologie, also Radiologen sind sowieso immer sehr informationstechnik-affin und die sind da bestimmt gut dabei. Aber habt ihr da irgendwelche Beobachtungen? Ja, ich glaube, es gibt gibt wahrscheinlich schon so branchenmäßige Schwerpunkte, wobei man muss ja mal gucken, woher kommt dann eigentlich der Druck, dann auch teilweise sich damit zu beschäftigen. Und dann ist es natürlich Branchen, die irgendwie stärker reguliert sind, wie jetzt vielleicht eine Finanzbranche oder sowas. Die müssen halt einfach da was machen und sind da natürlich dann, da geht es da gar nicht um eine intrinsische Motivation oder jetzt zum Beispiel in der Automobilbranche, dieses TISAX-Zertifizierung, die relativ neu noch ist, wird da jetzt sehr, sehr stark durchgedrückt, dass dann eben erst quasi an die First-Tier-Zulieferer und die machen das dann wiederum an ihre Zulieferer. Und so wird es so von Kundenanforderungsseite ist eben auch häufig, was ich sehe, zum Beispiel in der Softwarebranche haben wir häufig, dass wir
mehr quasi B2B-Softwareanbieter als so Consumer-Softwareanbieter im Kundenkreis haben, weil eben B2B das dann häufig eben sich Informationssicherheit gut aufzustellen, eigentlich so ein Produktfeature mit ist, was dann eben teilweise so ein K.O.-Kriterium für Einkäufer ist. Das heißt, das sind häufig so Motivationen. In der Gesundheitsbranche eben, also wir haben auch dann einige Projekte, wo wir dann mit quasi Herstellern von ja, Gesundheitshardware, Software oder sowas, wo es dann auch da eigentlich aus der Richtung dann die Anforderung kommt. Jetzt aus dann wirklich so der ja, Gesundheitspraxis her, also Krankenhaus ist das eine Thema, natürlich noch das Thema Kritis, was auch so eine Anforderung ist, ab einer bestimmten Größe. Wenn man Krankenhaus ist, dann muss man auch ein ISMS haben, um eben nach dieser BSI-Kritis-Verordnung dem gerecht zu werden. Alles unterhalb von dem Kritis ist aus unserer Erfahrung sogar eher ein bisschen schlechter. Also da haben wir eher leider mit im Rahmen von Inzidenz zu tun, als im Rahmen von, hey, wir wollen uns da jetzt aus intrinsischer Motivation gut aufstellen, weil ich glaube, dass doch so die Motivation halt, natürlich gibt es irgendwie theoretisch irgendwie Strafen, aber praktisch wahrscheinlich dann auch nicht. Und es kommt halt wahrscheinlich kein, oder eher haben die ja alle zu viel Patienten und wollen eher weniger Patienten gefühlt. Also dass da irgendwie so der Marktdruck nicht so wirklich da ist, obwohl es eben eigentlich sehr, sehr sensible Daten sind. Ja. Okay, vielen Dank. Ich glaube, wir haben nachher noch durchaus die Möglichkeit, noch zu diskutieren, auch uns auszutauschen. Ich habe noch ein paar Fragen in petto. Ich würde aber auch gerne unserem zweiten Vortrag und unserem zweiten Vortragenden die Chance geben. Ich schalte mal schnell um. Ich nehme mal euch den Screen weg und schalte noch mal hier kurz drauf. Na? Ach, wir werden es hinkriegen. Da ist es. Genau. Der Sebastian Hahner wird uns von seiner Arbeit berichten, die er auch bei uns prämiert gekriegt hat. Er ist VKSI-Preisträger 2021. Letzte Sneak Preview habe ich schon ein bisschen was über seine Arbeit erfahren und bin umso mehr gespannt, jetzt da die volle Länge und einen vollen Vortrag von ihm auch noch zu hören. Vielen, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, hier deine Arbeit vorzustellen und uns Einblicke in deine Arbeit zu geben. Und finden wir großartig, dass wir hier auch unserem Nachwuchs die Chance geben können, hier auch Arbeiten vorzustellen. Vielen Dank dafür, Sebastian Hahner. Und du wirst uns jetzt was über Privacy bei hoffentlich Early Design berichten, Vertraulichkeitsanalysen für Softwarearchitektur. Ja, ganz genau. Ich danke für die Einladung. Übergebe es an dich. Ja. Ich probiere das mal mit dem Bildschirm teilen. So. Gut, hoffentlich sieht man was. Das sieht gut aus. Ja, perfekt. Sehr schön. Dann vielen Dank für die Einleitung. Das ist jetzt natürlich ein sehr großer Themenshift von der Praxis in die Theorie. Vielleicht auch vom Ende der Laufzeit einer Software, wenn dann das Unternehmen erfolgreich gehackt wurde, hin zum Entwurf, hin zur Softwarearchitektur. Und tatsächlich ist der Vortrag für mich auch so ein bisschen eine Herausforderung. Mir wurde gesagt, ich darf nicht davon ausgehen, dass ausschließlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler heute hier sind. Und Wissenschaftskommunikation ist noch ein bisschen ein neues Feld für mich. Das heißt, hier so den richtigen Grad der Abstraktion, gerade eben bei so Grundlagenforschung zu finden, ist natürlich eine Herausforderung. Und dazu kommt ja noch zusätzlich, dass die Masterarbeit ja erst so ein bisschen mehr als ein Jahr zurückliegt. Das heißt, ich arbeite erst seit einem Jahr am Castell-Institut vom KIT. Das heißt, salopp gesagt, habe ich eigentlich auch noch selbst so gar nicht so eine wirkliche Ahnung, was ich hier rede. Aber ich möchte es trotzdem mal probieren. Privacy by Early Design, Vertraulichkeitsanalysen für Softwarearchitektur. Der Titel auf Anhieb klingt ein bisschen hochgestochen, deswegen möchte ich gleich mit der kritischen Frage beginnen. Braucht man das überhaupt? Vertraulichkeit, Privacy by Design. Nun gut, nach dem Vortrag gerade eben muss ich das nicht mehr so wirklich motivieren. Ich möchte es trotzdem mal probieren. Und zwar mit der Luca-App. Ein heißes Thema in den letzten Monaten.
Grundsätzlich natürlich eine gute Idee, wenn ich zum Beispiel in ein Restaurant essen gehe, dann muss ich nicht meine Kontaktdaten erstmal handschriftlich auf irgendeinen Zettel packen, der dann irgendwo verloren geht. Oder mein persönlicher Favorit, ich muss nicht meine Telefonnummer unter die von 30 anderen, die vor mir in diesem Restaurant war, schreiben, die ich dann natürlich auch noch gleich mit einsehen kann, sondern das Ganze ist digitalisiert. Digitalisierte Kontaktnachverfolgung, Smartphone hat eh jeder dabei, also einfach einen QR-Code einscannen. Und dann kann ich mich dort dementsprechend einloggen und sollte es zu einem Vorfall kommen, zu einem Corona-Vorfall in diesem Restaurant, zu dem Zeitpunkt, wo ich dort war, können dann die Infektionsketten unterbrochen werden, indem dem Gesundheitsamt meine Daten weitergegeben werden. So die Theorie. In der Praxis wurde aber recht schnell bekannt, dass die Luca-App nicht so sehr auf Security oder Privacy by Design Wert gelegt hat. Und so hat sie bei zweifelhaftem Nutzen doch mehr als 20 Millionen Euro Steuergeld gekostet, aber uns immerhin so wunderschöne Schlagzeilen geliefert wie Forschende halten Risiken der Luca-App für völlig unverhältnismäßig oder mein persönlicher Favorit, wo ist das BSI, wenn man es mal braucht? Spaß beiseite ist natürlich Vertraulichkeit nicht nur ein deutsches Problem, sondern auch international relevant, wenn zum Beispiel mal Yahoo von jedem einzelnen Account Daten verliert oder LinkedIn 700 Millionen Nutzerdaten bei einem Leak öffentlich macht. Also braucht man das, kann man durchaus mit Ja beantworten. Und wenn man solche Beispiele sieht, dann stellt man sich natürlich die erste Frage, gibt es denn kein Gesetz, das sich um so etwas kümmert? Gibt es natürlich, wir reden hier von Privacy by Design und da ist natürlich die DSGVO nicht weit, in deutscher Sprache dann Datenschutzgrundverordnung spricht von Datenschutz durch Technikgestaltung, also wenn man mal reinliest, von geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen. Und da wird sie auch durchaus konkret, was man sich darunter vorstellen muss, und zwar ist die Rede von Verschlüsselung, Pseudonymisierung oder gleich von Datenminimierung. Also wenn Daten gar nicht erst gesammelt werden müssen, um einen Prozess oder eine Software anzubieten, dann kann man sie auch nicht sammeln und hat damit gar nicht erst das Risiko, dass irgendwelche Daten freigegeben werden können. Wenn man das allerdings doch muss, um halt den eigenen Dienst anbieten zu können, dann soll man doch bitte wenigstens auf diese Triade, wir haben es gerade eben gehört, Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität Acht geben. So viel also zum Thema Privacy by Design, nicht nur irgendwas aus der Luft gegriffen ist, sondern etwas, was so in EU-Gesetz drinsteht. Jetzt habe ich aber den Titel noch so ein kleines Early reingeschlichen und mit diesem Early beziehe ich mich auf die verschiedenen Phasen des Softwareentwurfs, was ich jetzt hier mal sehr vereinfacht dargestellt habe, mit so einem Wasserfall. Und Early ist in dem Kontext klar, wir befinden uns hier auf einer Skala von Anforderungen, Entwurf, Implementierung, Test, Auslieferung, irgendwo im Anfang bei den Anforderungen und dem Entwurf. Weil, um genau zu sein, sogar irgendwo mitten im Entwurf. Das bedeutet, wir sind hier in einem Zeitpunkt, wo vielleicht noch nicht das vollständige System ausformuliert ist, aber ich dennoch natürlich gerne Aussagen machen möchte und meine Sicherheit und Privatheit früh schon beachten möchte. Das Ziel, kann man zusammenfassen, ist eine frühestmögliche Aussage über die Vertraulichkeit eines späteren Systems, weil es natürlich später nicht nur teurer wird, Probleme zu beheben, sondern das, weil auch die Sicherheit und Privatheit erhöht werden kann, wenn man sich frühzeitig schon Gedanken macht. Die Rede ist hier auch ganz oft von Face Containment, also dass Probleme in der Phase behoben werden, wo sie erstmals auftreten. Das Problem ist allerdings, gerade zur frühen Entwurfszeit, man möchte sich vorstellen, ich baue ein großes Software-System, etwa für das Gesundheitswesen, und habe noch nicht alle Informationen vorliegen, habe meine Architektur noch nicht vollständig ausdefiniert, habe vielleicht noch nicht mal mit der Implementierung angefangen. Das heißt, ich habe etwa noch nicht über die Auslieferung konkrete Informationen, muss also in irgendeiner Form eine Vorhersage machen. Und genau solche Vorhersagen versuchen wir hier am Lehrstuhl von Professor Reusner zu machen, und zwar Voraussagen über Qualitätseigenschaften basierend auf der Modellierung der Softwarearchitektur. Jetzt habe ich gerade den Begriff Architektur fallen gelassen. Da denkt man vielleicht als allererstes an solche Bilder. Und so abwegig ist das eigentlich nicht. Natürlich, wir reden hier nicht über Häuser, sondern über Software. Aber wenn man sich mal überlegt, welche Gedanken sich Architekten machen müssen, damit Häuser nicht zusammenfallen, damit Häuser so aussehen, wie sie aussehen, das ist schon beachtlich. Also wir gucken uns zum Beispiel das Bild in der Mitte an, was man sich da Gedanken machen muss, damit bitte das Dach den Leuten nicht auf den Kopf fällt. Oder das Bild auf der linken Seite, da sieht jede Säule gleich aus und diese Säule hat insbesondere einen konkreten Nutzen, und zwar auch, dass dieses Dach bitte dort bleibt, wo es installiert wurde.
Wenn man sich Architektur betrachtet, könnte man also sagen, okay, das sind schon irgendwie so fundamentale Eigenschaften, die die Qualität eines, ja, in diesem Fall Hauses, sicherstellen. Und so ist es auch bei der Software. Softwarearchitektur ist im ISO-Standard auch definiert als fundamentale Konzepte und Eigenschaften eines Systems. Hier auf der rechten Seite habe ich mal eine sehr vereinfachte Softwarearchitektur mitgebracht. Client-Server-Stil ist sicherlich recht bekannt. Ich habe zum Beispiel eine Meeting-Anwendung, die läuft auf meinem Smartphone und die Verwaltung der verschiedenen Meetings und die Kommunikation untereinander läuft auf einem Server, mit dem kommuniziert wird. Und das ist natürlich nicht auf den Smartphones der einzelnen Nutzer ausgelagert, sondern das läuft zentral auf einem Server, mit dem die Smartphones kommunizieren. Es gibt verschiedene Sichten, wie man Softwarearchitekturen beschreiben kann. Eine davon ist, dass man sagt, okay, wir arbeiten nicht auf der Ebene der Implementierung, auf der des Codes, sondern versuchen darüber zu abstrahieren. Wir beschreiben also die Struktur eines gesamten Systems. Wie hier rechts auf der Seite mit der Unterteilung zwischen Smartphone und Server und der Aufteilung in verschiedene Komponenten. Oder wir beschreiben abstrakt das Verhalten eines Systems. Wir gucken uns also nicht Zeile für Zeile den Code an, sondern abstrahieren davon. Und natürlich gehört dazu auch die Bereitstellung, insbesondere kann man sich vorstellen, in der DSGVO steht dazu ziemlich viel geschrieben. Das ist eine Möglichkeit, sich Softwarearchitekturen anzugucken. Eine andere ist, dass man sie schlichtweg als Summe aller Entscheidungen sieht. Denn die Architektur, wenn man so möchte, als Rationale, als Begründung, warum eine Software so aufgebaut ist, wie sie aufgebaut ist, könnte man auch schlichtweg definieren als gerade alle wichtigen Entscheidungen, die man treffen muss, bevor oder während die Software entworfen wird. Wenn man sich an so eine Softwarearchitektur hält und das explizit macht, bekommt man natürlich auch einige Vorteile geschenkt. Der offensichtlichste, die Kommunikation. Allein die Anwendung auf der rechten Seite wird schon gleich viel klarer, wenn ich ein Diagramm dazu zeichnen kann, dass sie einen gewissen Standard hält und darüber sprechen kann mit Worten wie Client-Server, die wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat. Und zusätzlich ermöglicht es mir auch, und da sind wir wieder ganz am Anfang bei Privacy by Design, darüber hinaus Planung anzustellen, Software schon zu analysieren, bevor sie überhaupt gebaut wird. Und genau da sind wir jetzt auch in dem Forschungsbereich unseres Lehrstuhls. Wir haben einen Software-Simulator namens Palladio, der modellgetriebene Analyse und Simulation von genau solchen Softwarearchitekturen macht und mit dem wir Qualitätsattribute wie Performance, Wartbarkeit, Zuverlässigkeit, aber eben auch Sicherheitsattribute wie Vertraulichkeit vorhersagen und auf der Abstraktionsebene der Softwarearchitektur analysieren möchten. Bleibt also in diesem Titel, nachdem wir Privacy bei Early Design und Softwarearchitektur mal kurz behandelt haben, nur noch der letzte Begriff, und zwar die Vertraulichkeit. Auch hier ein kleiner Blick in den ISO-Standard. Dort ist Vertraulichkeit übersetzt definiert, dass Informationen unbefugten Personen, Einrichtungen oder Prozessen nicht zugänglich gemacht werden kann. Das haben wir gerade eben im Vortrag hier vor auch schon ganz gut gehört. Natürlich sollten zum Beispiel Patientendaten bitte dann beim Arzt oder im Krankenhaus bleiben und nicht jedem, der an der Rezeption danach fragt, verfügbar gemacht werden und bitte auch nicht dem Hacker, der gerade eben mein System infiziert hat. Um das also hier zusammenzutragen, eine Möglichkeit ist es, dass wir die Softwarearchitektur nicht nur implizit irgendwie, ja, die wird schon existieren, sondern explizit modellieren und dort schon auf die Verarbeitung von Daten Wert legen. Das ermöglicht es dann, bereits zur Designzeit Vertraulichkeitsanalysen laufen zu lassen und Datenflüsse zu untersuchen. Eine Sache, die hierfür zwingend notwendig ist, ist, dass wir Beschränkungen definieren. Dass wir also sagen, okay, Daten dürfen unter diesen Umständen von hier nach hier fließen zu dieser Person mit diesen Eigenschaften, aber bitte nicht darüber hinaus. Und zu guter Letzt müssen wir natürlich auch mit diesem Early-Problem klarkommen, also dass wir Ungewissheit haben zur Entwurfszeit, dass wir also explizit manche Informationen noch nicht haben und dennoch Voraussagen über die Vertraulichkeit eines späteren Systems machen wollen. Und wer jetzt ganz genau hingeguckt hat, der sieht, dass diese blau hervorgehobenen Punkte gerade die Gliederung des heutigen Vortrags ist. Und das ist das, von was ich die nächste halbe Stunde berichten möchte. Ich möchte das so praktisch wie möglich machen, auch wenn es hier natürlich um theoretische Grundlagenforschung geht und habe deswegen gleich mal ein Beispiel dabei. Das ist die Travel Planner Fallstudie. Die beschreibt den Buchungsvorgang von Flügen über eine Reiseagentur. Und vielleicht ist es gerade in der aktuellen Zeit so ein bisschen auch eine sehr idealisierte Fallstudie, weil es nicht so praxisnah ist, aktuell Flüge zu buchen. Aber dennoch kann man ja ein bisschen davon träumen und genau das möchte ich hier tun. Wir haben drei Entitäten nochmal in diese Vertraulichkeitsdefinition gedacht, die für uns wichtig sind. Der Nutzer mit seinem Smartphone, eine Reiseagentur und ein Fluganbieter. Und in diesem Szenario
möchten jetzt Nutzer einen Flug buchen und dazu wählen Sie erstmal, lassen Sie sich eine Menge von Flügen anzeigen von verschiedenen Anbietern über die Reiseagentur und dann wählen Sie einen Flug aus und buchen diesen unter Eingabe Ihrer Kreditkartendaten. Jetzt muss ich auch gleich an der Stelle enttäuschen, wir haben vorhin gehört, Kreditkartendaten sind sehr viel langweiliger als Gesundheitsdaten, aber dennoch das Sensibelste, was ich heute dabei habe, also müssen wir einfach mit den sensiblen Kreditkartendaten die restliche Zeit hier umgehen können. Konkret sieht das so aus, dass der Nutzer also seine Daten zur Reiseagentur schickt und sagt, ich würde gerne an dem und dem Tag dorthin fliegen. Dann werden verschiedene Fluganbieter angefragt. Die liefern natürlich öffentliche Flugdaten zurück. Die werden von der Reiseagentur zusammengefasst, aufbereitet und dem Nutzer zurückgeliefert. Der schaut sie sich an, wählt einen Flug und wendet sich dann direkt mit seinen Kreditkartendaten an an den Fluganbieter, der dann dementsprechend, nachdem alles abgewickelt wurde, das okay gibt, zum Beispiel die Boardingkarte zurückschickt. Dass dann später der Fluganbieter und die Reiseagentur natürlich auch noch klar werden müssen, wie viel Provisionen da ausgeliefert werden, das ignorieren wir hier erstmal. Denn viel wichtiger für uns ist, dass wir verschiedene Daten haben. Während die Flugdaten nämlich öffentlich sind, sind die Kreditkarten aber bitte vertraulich zu behandeln. Und insbesondere sollen diese natürlich beim Buchungsvorgang nicht der Reiseagentur sichtbar werden. Das ist eine reale Fallstudie, die von iFlow, das ist ein modellgetriebener Ansatz für Informationsflussanalyse, entwickelt wurde und auch schon vielfach, unter anderem auch von uns, zur Evaluation unserer Ansätze eingesetzt wurde. Ich möchte in diesem Vortrag jetzt die Travelplaner-Fallstudie nutzen, um zunächst Softwarearchitektur zu erklären und später werden wir ihn dann auch zur Vertraulichkeitsanalyse verwenden. Softwarearchitektur habe ich ja gerade eben schon gesagt, hat, wenn man so möchte, drei verschiedene Sichten. Das allererste ist die Struktur, die die groben Bausteine der Architektur und ihre Verbindungen beschreibt. Wir machen das auf einer recht hohen Flughöhe. Also wir reden hier nicht darüber, dass einzelne Klassen miteinander zusammenhängen oder einzelne Pakete, sondern wir reden hier auf einer hohen Flughöhe von Komponenten. Komponenten wie zum Beispiel diese hier. Wir haben irgendwie eine Reiseplaner-App, die vom Nutzer bedient wird. Wir haben die Reiseplanungssoftware, die auf den Servern der Reiseagentur läuft. Und wir haben die Flugverwaltung, die eben gerade eine Schnittstelle anbietet, um Flüge abzurufen. Dann zu guter Letzt haben wir auch noch die Banking-App, die verwaltet die Kreditkartendaten und liegt beim Nutzer, während die Reiseplanung irgendwie zur Reiseagentur gehört und die Flugverwaltung zum Fluganbieter. Und was man dann bei der Strukturbeschreibung einer Softwarearchitektur macht, ist, dass man natürlich nicht nur die Komponenten aufmalt, sondern auch die Verbindungen dazwischen. So haben wir zum Beispiel hier eine Schnittstelle der Reiseplanung für die App. Wir haben eine Schnittstelle zwischen der Flugverwaltung und der Reiseplanung, damit diese die Flüge abrufen kann. Wir haben eine Schnittstelle zwischen der Reiseplaner-App und der Banking-App, damit Kreditkartendaten eben abgerufen, aktualisiert oder freigegeben werden können. Und für diesen konkreten, direkten Buchungsvorgang haben wir natürlich irgendwo auch noch eine Schnittstelle zwischen der Reiseplaner-App und der Flugverwaltung des Fluganbieters. Und somit haben wir jetzt gerade nicht nur die Struktur der Softwarearchitektur beschrieben, sondern auch gleichzeitig den UML-Standard für Komponentendiagramme kennengelernt, denn genau dem folgt dieses Diagramm hier. So viel erstmal zur Struktur. Gehen wir als nächstes weiter zum Verhalten. Hier habe ich gerade eben schon gesagt, wir abstrahieren vom konkreten Verhalten, von der konkreten Implementierung. Erstens, weil die viel zu detailreich ist, um auf so einer hohen Flughöhe Aussagen treffen zu können. Und zweitens, nochmal zur Erinnerung, im Titel steht Early. Also die Implementierung ist vielleicht nicht vollständig oder vielleicht noch nicht mal überhaupt vorhanden. Wir möchten natürlich trotzdem Aussagen darüber treffen. Details sind hier, wie gesagt, nicht notwendig. Der Fokus liegt auf der Interaktion zwischen den Komponenten. Auch hier wieder direkt ein Beispiel, dieses Mal bezogen auf die Reiseplaner-App und die Aktion des Buchens des Flugs. Natürlich gehört zum Verhalten noch sehr viel mehr, aber wir schauen uns erstmal nur diesen einen Fall hier an. Und der könnte ganz stark vereinfacht so aussehen. Wenn ich einen Flug buche, dann habe ich irgendwie als Eingabedatum den ausgewählten Flug, gebe dann meine Kreditkarte frei. Dafür muss ich mal kurz in die Booking-App, zum Beispiel aktuelle Systeme würden den Fingerabdruck auf dem Smartphone fordern für die explizite Freigabe. Alles klar, die eingespeicherte Kreditkarte in der Booking-App ist jetzt hierfür freigegeben und dann fließen diese Informationen über die Booking-App direkt zur Flugverwaltung. Und so oder ähnlich kann man sich dann eine sehr hoch abstrahierte Beschreibung des Verhaltens einer Software vorstellen. Die letzte Sicht ist dann die Bereitstellung
und die beschreibt die Ausführungsumgebung. Denn klar ist, wir haben bis jetzt über Apps geredet, wir haben auch darüber geredet, wie diese Apps miteinander zusammenhängen und wie sie bedient werden, aber wir haben noch nicht darüber geredet, wo sich eigentlich die verschiedenen Anwendungen befinden. Und hierfür gibt man dann zuerst eine Ressourcenumgebung an. Das ist hier relativ trivial, weil wir irgendwie die Server der Reiseagentur und des Fluganbieters haben und das Smartphone des Nutzers. Und hierauf befinden sich dann dementsprechend die Apps oder die zwei anderen Komponenten bei der Reiseagentur beziehungsweise beim Fluganbieter. Jetzt sind wir auch schon durch mit der Einführung der Softwarearchitektur. Um das nochmal zusammenzusetzen, wie das also bei uns dann modelliert im Palladio-Ansatz aussehen würde: Wir haben die Komponenten, wir haben die Vernetzung, Verdrahtung dieser Komponenten. Wir haben für jede Komponente, aber hier mal beispielhaft für die Reiseplaner-App aufgezeichnet, das Verhalten und wir haben die Auslieferung. Und damit sind wir durch mit der ersten Teil des Titels, wenn man so möchte. Um das nochmal kurz zusammenzufassen, wir haben gesehen, die DSGVO fordert mit Privacy by Design, Datenschutz durch Technikgestaltung, dass wir uns frühzeitig mit dem Thema beschäftigen. Und eine Möglichkeit ist, sich bereits auf der Ebene der Softwarearchitektur damit zu beschäftigen, weil die gerade solch grundlegende Konzepte frühzeitig beschreibt, sodass wir uns frühzeitig Gedanken machen können. Eine Möglichkeit ist, so eine Softwarearchitektur explizit zu modellieren, zum Beispiel in Palladio mit den drei Sichten Struktur, Verhalten und Bereitstellung. Und das soll dann ermöglichen, dass Qualitätsattribute wie die Vertraulichkeit vorhergesagt werden. Und wie so eine Vorhersage konkret aussehen kann, wie wir basierend auf diesem Modell, was wir jetzt gerade eben aufgebaut haben für die Travel Planner Fallstudie, wie wir daraus ableiten können, ob Daten hier vertraulich oder nicht vertraulich behandelt werden, das schauen wir uns jetzt als nächstes an. Nochmal zur Erinnerung: Vertraulichkeit beschreibt die Eigenschaft, dass Informationen nicht autorisierten Entitäten, wenn man so möchte, nicht zugänglich gemacht werden. Jetzt das Problem ist, dass solche Dinge, wir haben es auch gerade eben im Vortrag hier vorgehört, oft nicht im Entwurf betrachtet werden. Man entwickelt erstmal die vollständige Software und dann frühzeitig, wenn alles fertig ist, macht man sich Gedanken, ist das eigentlich sicher, was ich hier getan habe? Oder man macht sich noch weniger Gedanken und macht sich dann erst im Nachhinein quasi posthum, nachdem alles schiefgegangen ist, Gedanken, war das überhaupt ausreichend sicher, was ich hier ausgeliefert habe? Soll das natürlich nicht sein, weil gerade sowas zu Verbundbarkeiten führt. Die Idee wäre also, dass man Palladio einsetzt, um die Softwarearchitektur zu modellieren und vertrauliche Datenflüsse bereits auf diesem Early Design nachverfolgen kann. Und was dafür existiert, ist eine toolgestützte Identifikation, die genau zur Entwurfszeit solche vertraulichen Daten untersuchen kann. Das habe ich gerade schon sehr oft vertraulich gesagt. Was sind denn unsere vertraulichen Daten im Travel Planner? Natürlich die Kreditkartendaten. Ich packe auch gleich das Schloss dran, um das nochmal klar zu machen. Man könnte sich hier, wie gesagt, aber auch Gesundheitsdaten, da müssen wir noch ein bisschen die Fallstudie ändern, aber das ist in Ordnung. Die vertraulichen Gesundheitsdaten, Kreditkartendaten, befinden sich irgendwo auf dem Smartphone des Nutzers, wahlweise in der Banking-App oder, wenn freigegeben, dann auch irgendwo in der Reiseplaner-App. Und wie ich gerade in der Einleitung gesagt habe, benötigen wir irgendwo auch noch unsere Datenflussbeschränkungen. Mal ganz salopp gesagt, sollen die Kreditkartendaten bitte erst, wenn sie freigegeben sind, zum Fluganbieter fließen. Und sie sollen niemals zur Reiseagentur fließen. Den Fall haben wir gerade eben schon besprochen. Von mir aus kann sich Fluganbieter und Reiseagentur im Nachhinein über die Details der Anteile der Provision Gedanken machen, aber bitte nicht unter Einbezug meiner Kreditkarte. Um das jetzt mittels Vertraulichkeitsanalyse auf der Softwarearchitektur zu untersuchen, benutzen wir Zugriffskontrolle. Zugriffskontrolle ist ein weit verbreiteter Ansatz, kennt jeder ganz einfach aus seinem Betriebssystem, zum Beispiel rollenbasierte Zugriffskontrolle, wo wir Rollen und Zugriffsrechte annotieren. Man darf sich vorstellen, bei dem Betriebssystem wäre das der Admin, der erweiterte Privilegien hat und Dinge tun kann, die ein normaler Nutzer nicht kann. Wir haben ja schon die zwei Rollen, Nutzer und Admin, und dann eben entsprechende Zugriffsrechte. So können wir das hier auch an der Softwarearchitektur oder konkreter am Softwarearchitekturmodell machen und packen hier erstmal die Rolle Nutzer und dementsprechend die Rolle Reiseagentur und Fluganbieter an unsere Softwarearchitektur. Als nächstes machen wir uns Gedanken über die Art der Daten und auch das hier ist relativ offensichtlich. Wir haben die Flugdaten, die sind öffentlich, und wir haben Kreditkartendaten, die sind nur für den Nutzer freigegeben. Beziehungsweise in dem Moment, wo ich den Flug buche, gebe ich sie natürlich auch für den Fluganbieter frei. Und aus dieser Beschreibung von Daten und den Rollen der Entitäten
des Nutzers und auch den anderen Teilnehmern an diesem Beispiel kann ich jetzt Datenflüsse ableiten und diese mittels labelbasierter Datenflussanalyse untersuchen. So, jetzt wird es spannend. Denn wir haben ja gerade eben die Modellierung der Softwarearchitektur gesehen und hieraus bilde ich jetzt einen Datenflussgraph. Die Kreise, die wir jetzt hier gerade eben haben, die Knoten, das ist gerade eben die Komponenten und der Nutzer, die wir gerade eben hatten. Hier auf der rechten Seite nochmal die Legende mit den verschiedenen Datentypen. Und jetzt gucken wir uns hier, basierend auf der modellierten Softwarearchitektur, hier müssen also keine neuen Informationen angegeben werden, sondern das wird alles automatisch abgeleitet, gucken wir uns jetzt die Datenflüsse an. Das Offensichtliche ist zuallererst, die Annotationen sind gleich. Wir haben zwar, wenn Sie sich zurückerinnern, gerade nur das Smartphone des Nutzers als Rolle Nutzer annotiert, aber da diese zwei Anwendungen darauf laufen, kann man das hier direkt ableiten. Und jetzt können wir die verschiedenen Datenflüsse durchgehen, beginnt mit dem Datenfluss für das Anzeigen möglicher Flüge. Ich schicke also als Nutzer irgendwie eine Anfrage an meine App, aka ich wähle halt einen Tag, ein Datum aus und gebe das in der App ein und die kontaktiert mit dieser Anfrage die Reiseagentur. Die weiß, welche Fluganbieter zum Beispiel diese Strecke anbieten und fragt bei den entsprechenden Fluganbietern nach. Und diese liefern dann Flugdaten zurück. Die werden von der Reiseplanung in der Reiseagentur zusammengefügt, aufbereitet, mehr an die App geliefert und am Schluss fröhlich blinkend und nur noch 3 verfügbar und bitte jetzt schnell buchen auf meine Reiseplaner-App angezeigt. Das ist der triviale, der harmlose Fall, weil mit diesen Flugdaten ist ja noch kein sensibles Datum geflossen. Das ist ja alles öffentlich. Gucken wir uns als nächstes den interessanteren Fall an. Und zwar, ich als Nutzer habe mich jetzt für den schön blinkenden und nur noch 2-mal verfügbaren Flug entschieden und möchte den jetzt bitte schnell buchen. Was ich dafür machen muss, ist zunächst meine Kreditkarte für den Buchungsvorgang freigeben, wieder zum Beispiel unter Eingabe eines PIN-Codes oder unter Drücken mit meinem Finger auf den Fingerabdrucksensor. Und was dabei passiert, ist, dass die Booking-Daten, die Kreditkartendaten, die ja sowieso für den Nutzer freigegeben sind, dass diese anschließend auch für den Fluganbieter freigegeben sind. So haben wir das mittels Zugriffskontrolle in unserem Szenario hier modelliert. Und die fließen dann zunächst von uns in die Reiseplaner-App. Konkret zu sein, würden sie wahrscheinlich eher von der Banking-App in die Reiseplaner-App fließen, aber so wird das im Datenflussdiagramm nun mal modelliert. Und anschließend fließen diese Informationen zum Fluganbieter. Der Fluganbieter verwaltet die Buchung und liefert die Boardingkarte zurück an den Reiseplaner, der sie mir dann anzeigt und der Prozess ist an dieser Stelle zu Ende. Soweit so harmlos, hier kommt es offenbar zu keiner Verletzung der Vertraulichkeit. Schauen wir uns jetzt mal ein Ergebnis der Analyse an mit Vertraulichkeitsverletzung. Und damit erinnere ich nochmal, dass diese Datenflussdiagramme ja auch nur abgeleitet sind aus der modellierten Softwarearchitektur. Hier kommt wieder unser modelliertes Verhalten dazu auf der rechten Seite mit dem External Call Kreditkarte freigeben. Dieses Verhalten, was wir hier modelliert haben, entspricht in unserem Datenflussdiagramm gerade der hier rot hervorgehobenen Kante zwischen Nutzer und Banking App. Stellen wir uns vor, dass irgendwie wegen einem Bug oder wegen böswilligem Verhalten diese Freigabe nicht erfolgt wäre. Das würde ja bedeuten, und genauso passiert das dann auch automatisiert in der Analyse, dass hier eine Kante fehlt. Und noch viel mehr, dass hier eine Freigabe der Kreditkarteninformationen fehlt. Das ist an dieser Stelle noch kein Problem, weil sie erstmal zur Reiseplaner-App fließt, die ja auch auf dem Smartphone installiert ist und somit mit derselben Rolle ausgestattet. Aber in dem Moment, wo dann Kreditkarteninformationen zum Fluganbieter fließen, ist das eine Vertraulichkeitsverletzung, weil es gegen unsere Datenflussbeschränkung verstößt. Denn diese Beschränkung hat ja gerade eine Übereinstimmung der Rollen oder der Zugriffsrechte auf der Daten zwischen gefordert. Und das ist eben gerade nicht der Fall zwischen Nutzer und Fluganbieter. Es ist natürlich ein sehr stark vereinfachtes Szenario, wo man durch bloßes Draufgucken sehen kann, das kann nicht stimmen. Aber man kann sich vorstellen, dass Softwarearchitekturen natürlich in der Praxis sehr viel größer sind. Palladio hat eine 20 Jahre lange Geschichte, insbesondere im Kontext von Performance-Vorhersagen. Das heißt, große Architekturmodelle werden damit untersucht, um herauszufinden, wie etwa Systeme ausgeliefert sein müssen, wie Lastverteilung passieren muss, welche Nutzerverhalten kritische Auslastungsszenarien hervorrufen. Man kann sich vorstellen, wenn man eine Architektur so groß skaliert,
aka eine Architektur aus der Realität nutzt, dass dann solche Vertraulichkeitsverletzungen, wie wir sie jetzt hier sehr vereinfacht dargestellt haben, nicht mehr so trivial einfach abgelesen werden können. Das Prinzip ist allerdings exakt dasselbe. Wir modellieren unsere Softwarearchitektur und lassen dann die Vertraulichkeitsanalyse darauf laufen. Und das also nochmal hier als weiteres Zwischenfazit, die Hälfte ist schon rum, herzlichen Glückwunsch, als weiteres Zwischenfazit hier zusammenzufassen, die Vertraulichkeitsanalyse überprüft Datenflüsse in der Architektur. Und was wir hierfür machen, ist, neben der expliziten Modellierung der Softwarearchitektur weitere Eigenschaften hinzuzufügen. Wir annotieren zum Beispiel Rollen und Zugriffsrechte, wie wir das gerade eben gemacht haben. Und die labelbasierte Datenflussanalyse, der Name kommt daher, weil eben Label, wie diese Rechte und Rollen durch das System propagiert werden, die kann dann toolgestützt, basierend auf dem abgeleiteten Datenflussgraphen, solche Vertraulichkeitsverletzungen finden. Eine Sache habe ich bis jetzt aber noch verheimlicht oder ganz schnell drüber gegangen und außen vor gelassen. Um solche Vertraulichkeitsverletzungen zu finden, muss man für sich ja erstmal definieren, was Vertraulichkeit eigentlich ist. Denn diese High-Level-Information von, ja, Informationen dürfen nicht autorisierten Nutzern nicht zur Verfügung gestellt werden oder nicht befugten Nutzern, die kann man natürlich nicht einfach so sagen, okay, liebe Architekturanalyse, so sieht das jetzt aus, sondern da muss man in irgendeiner Form Constraints bestimmen, also Datenflussschranken. Und genau das gucken wir uns als nächstes an. Diese Datenflussbeschränkungen waren bis jetzt nämlich rein textuell. Kreditkarte darf erst nach der Freigabe zum Fluganbieter geschickt werden und niemals zur Reiseagentur, hatten wir festgelegt. Oder wir hatten dann rollenbasierte Zugriffskontrolle angewendet, was sich ein bisschen formaler anhört. Auf Daten darf nur von zuvor autorisierten Rollen zugegriffen werden. Ich habe aber auch gesagt, dass wir zur Umsetzung der Datenflussanalyse eine modellbasierte Designzeitanalyse nutzen und um effizient auch in großen Systemen solche Probleme finden zu können, werden hierfür die Datenflüsse, also die Softwarearchitektur, in Prolog-Code umgeformt, transformiert, damit die Datenflussanalyse hier drauf ausgeführt werden kann. Jetzt haben sicherlich nicht alle hier am KIT studiert und in der Vorlesung Programmierparadigmen Prolog, so wie ich, fundamental verhauen. Aber Prolog ist eine logische Programmiersprache, die nicht ganz so einfach zu sprechen ist. Jedenfalls, wenn man nicht so wahnsinnig viel Erfolg, so viel Erfahrung darin hat. Das heißt, das Problem, was wir haben, ist, dass wir gerade tatsächlich von Softwarearchitektinnen und Architekten verlangen, dass Datenflussbeschränkungen in Prolog geschrieben werden müssten. Oder um das nochmal ein bisschen plakativer zu zeigen, das hier ist die Darstellung von unserer Softwarearchitektur, wo wir gerade einfach nur die Rolle Nutzer annotiert haben. Das hier ist Prolog-Code. Ich finde den wunderschön, aber ich glaube, da werden mir hier nicht alle zustimmen, weil das ist auf den ersten Blick so ein Haufen von Variablen, die irgendwie in Zusammenhang gesetzt werden. Wenn wir irgendwie noch einen Stack, ah ja klar, das ist der Core-Stack von meinen verschiedenen Knoten und Zugriffen, die wir gerade eben hatten. Lustigerweise ist das kein ausgedachter Code, sondern ein kleiner Ausschnitt von der in Prolog formalisierten Datenflussbeschränkung, die wir gerade eben gesehen haben. Was ich hier aber eher deutlich machen muss, ist, dass dazwischen drin irgendwo die Domänengrenze der Softwarearchitektur verläuft. Also während das obere gerade die Idee ist, wenn wir von Designzeitanalysen für SoftwarearchitektInnen reden, dass so etwas einfach anwendbar und zugänglich gemacht wird, ist das untere vielleicht nicht so leicht bekömmlich und für jeden direkt einsehbar. Und vielleicht bräuchte man sogar etwas Expertise, mindestens mal in Prolog oder aus der Sicherheit als solches. Und genau das ist der Punkt, wo meine Masterarbeit angesetzt hat. Da fehlt auch noch irgendwas. Ah, okay, meine VKSI-approved Masterarbeit, genau, angesetzt hat. Domain-Specific Language for Data-Driven Design Time Analysis and Result Mappings for Logic Programs. Mit dem Kontext, den ich gerade eben gegeben habe, lassen sich hier schon ein paar Sachen direkt rauslesen. Wir reden von datengetriebenen Analysen. Wir reden von logischen Programmen, also Prolog als logische Programmiersprache. Die Masterarbeit liegt jetzt etwas mehr als ein Jahr zurück, wurde in der Zwischenzeit auch veröffentlicht, vorgestellt auf der Internationalen Konferenz für Softwarearchitektur der ICSA dieses Jahr als Short Paper. Und der Ansatz ist genau das Problem zu behandeln, was ich gerade eben so plakativ beschrieben habe. Wir möchten Beschränkungen oder auf Englisch Constraints, daher kommt auch der Name, gerne in der Domäne der Softwarearchitektur beschreiben. Und hierfür habe ich in der Masterarbeit eine domänenspezifische Sprache definiert. Die Compilerbauer unter uns mögen mir das verzeihen. Eine domänenspezifische Sprache ist sowas ein bisschen wie eine kleine Programmiersprache, aber
naja, eigentlich nicht so richtig und auch nur für eine Domäne, also für einen sehr konkreten Anwendungsfall. Und der Anwendungsfall hier ist gerade die Formalisierung von solchen Datenflussbeschränkungen. Damit die dann später aber ausgeführt werden können und auf eine konkrete Architektur ausgeführt werden können, müssen sie natürlich abgebildet werden in den Analyseformalismus, also in Prolog-Code. Und das kann man sich dann wie so eine Konsolenanwendung vorstellen, die dann ausgeführt wird. Der Prolog-Interpreter wird ausgeführt, versucht dieses sehr komplexe logische Problem aufzulösen, macht das aber dank Backtracking und Optimierung sehr effizient und liefert dann am Schluss auf der Konsole mir so einen langen String zurück mit Ergebnissen, die dann Vertraulichkeitsverletzungen darstellen. Und als letzten Schritt müssen die dann auch wieder rückabgebildet werden. Das war der Inhalt der Arbeit. Und wie das konkret aussieht, möchte ich natürlich wieder am Beispiel des Travel Planners hier kurz beschreiben. Wir hatten ja gerade eben schon dieses Beispiel, das ist gerade nochmal die Folie von gerade eben, mit diesem Mismatch zwischen den Kreditkartendaten, die nur für den Nutzer freigegeben sind, und der Rolle des Fluganbieters, der hier nicht darauf zugreifen darf, weil ich die Kante für die Freigabe in der Banking-App gekonnt gestrichen habe. Die Datenflussbeschränkung textuell formuliert, die wir gerade eben hatten, ist, dass Knoten oder dass Daten nur zu Knoten fließen dürfen, deren Rollen für den Zugriff autorisiert sind. Oder auf Deutsch, Reiseplaner-App, Rolle Nutzer, Datum freigegeben für Nutzer. Klingt gut, denn die hier ist freigegeben. Beim Fluganbieter ist das eben gerade nicht der Fall. Und so eine textuelle Datenflussbeschränkung kann man jetzt mittels der entwickelten DSL beschreiben. Wir würden also einen Constraint definieren, der hat einen Namen, zum Beispiel, dass rollenbasierte Zugriffskontrolle eingehalten wird. Und anschließend arbeiten wir mit den Informationen, die wir auf der modellierten Softwarearchitektur annotiert haben. Also in unserem Beispiel mit den Rechten und den Rollen. In diesem Fall sagen wir, dass es keinen Datenfluss geben darf mit ausgewählten Rechten und Rollen. Und zwar genau dann, wenn die Schnittmenge aus Rechten und Rollen leer ist. Kann man sich damit verdeutlichen, dass ein Datum ja nicht unbedingt nur für eine Rolle freigegeben sein muss, also ein Recht besitzen muss, und dass eine Person zum Beispiel auch mehrere Rollen haben kann. Ich erinnere nochmal zurück an das Betriebssystembeispiel. Der Admin hat vielleicht auch die Rolle Nutzer, aber er hat eben zusätzlich auch die Rolle Admin. Deswegen redet man hier nicht nur von einer Gleichstellung, sondern von einer Schnittmenge. Mathematisch ausgedrückt oder hier eben mittels der DSL bedeutet das, wenn der Schnitt leer ist, was bei Nutzer nicht der Fall ist, aber bei Fluganbieter-Nutzer eben schon. Und genauso würde man dann hier auf der Flughöhe der Softwarearchitektur abstrahiert von konkreten Prolog-Code eine Datenflussbeschränkung formulieren. Das habe ich aber gerade schon gesagt, so einfach ist die Welt dann halt doch nicht, denn das muss ja noch irgendwie zu Prolog übersetzt und ausgeführt werden. Und das ist jetzt hier tatsächlich eine Folie aus dem ICSA-Vortrag, die ich jetzt hierfür übernommen habe, die diesen Zusammenhang darstellt. Um hier kurz drüber zu gehen, wir haben das Architekturmodell. Das ist annotiert mit unseren Eigenschaften, zum Beispiel Rolle und Recht. Und dann definiere ich hierfür einen Constraint, eine Schranke, so wie ich es auf der Folie davor gemacht habe, mit meiner DSL. Das ist dann Eingabe für die Abbildung zu Prolog-Code. Was ich hierfür allerdings auch benötige, sind Tracing-Informationen. Ich habe hier mal bewusst das englische Wort genutzt, weil es gibt zwar ein deutsches, man könnte zum Beispiel von Spur oder Nachvollziehbarkeit oder so reden, aber irgendwie redet jeder von Trace. Gemeint damit ist Informationen über eine andere Abbildung. Denn um konkret korrekten Prolog-Code zu generieren, muss ich ja wissen, auf welche Prolog-Variablen meine Softwarearchitektur abgebildet wurde. Das heißt, ich bekomme hier als Eingabe nicht das transformierte Modell, also die transformierte Architektur, sondern Informationen über diese Transformation, damit ich die Referenzen richtig auflösen kann. Das ist dann meine Eingabe für die Analyse, also für die Ausführung des Prolog-Codes, und gleichzeitig benötige ich hierfür natürlich auch die konkrete transformierte Architektur. Man kann sich das so ausstellen, dass die Architektur tatsächlich in eine sehr, sehr große Menge logischer Aussagen umgeformt wird. Die Datenflüsse, haben wir gerade eben gesehen, werden automatisch erkannt und dann in eine sehr große Menge logischer Aussagen formuliert. Und meine DSL wird in eine Abfrage an diese logischen Aussagen formuliert. Wer schon mal mit Prolog gearbeitet hat, die wird sich an genau diese Situation erinnern. Solche typischen klassischen Rätsel. Also A ist größer als B und B ist größer als C, wenn D größer als A ist oder sowas. Schwer im Kopf zu lösen, bin mir auch nicht sicher, ob das, was ich gerade gesagt habe, überhaupt lösbar ist, aber Prolog würde uns das sehr effizient verraten. Und genauso läuft auch hier die Analyse ab, die eben gerade die Kombination aus Schranke und abgebildeter Architektur ist. Und wenn es dann dieses Problem aufgelöst hat,
dieses logische Problem, dann liefert es uns gerade alle möglichen Instanzierungen davon, was in unserem Kontext gerade alle Vertraulichkeitsverletzungen sind. Und die müssen, um für die Softwarearchitekten lesbar zu sein, natürlich auch wieder zurückabgebildet werden. Und dafür brauche ich nicht nur das Ergebnis der Analyse, sondern auch wiederum Tracing-Informationen der Abbildung, weil zur Erinnerung, ich möchte Referenzen bitte richtig auflösen. Und um das noch schwieriger zu machen, brauche ich auch die Originaldefinition der Beschränkung, um Kontextinformationen liefern zu können. Aber alles zusammen liefert dann über die Rückabbildung ein Ergebnis in der Domäne der Softwarearchitektur. Und um das nochmal vereinfacht darzustellen, und das ist auch gleichzeitig der Vorteil dieser DSL, ich habe als Softwarearchitekt, der diesen Service quasi, diese Vertraulichkeitsanalyse nutzen möchte, nur das Architekturmodell vor mir, so wie wir es im ersten Teil des Vortrags modelliert haben. Die Smartphone, Reiseagentur, Fluganbieterkomponenten haben wir schon ein paar Mal gesehen, die Annotationen daran auch. Dann definiere ich die Beschränkung in einer Sprache, die im Vergleich zu Prolog hoffentlich einfacher lesbar ist und nicht viel Zusatzwissen erfordert. Und alles andere läuft toolgestützt und vollautomatisch und ohne mein Eingreifen ab. Und das Einzige, was ich dann, nachdem ich quasi auf den Startbutton geklickt habe, zurückbekomme, ist die konkrete Verletzung. In unserem Beispiel wieder hier, weil ein Datum, die Kreditkarte, nicht freigegeben wurde. Und das auch nicht auf der Abstraktionsebene von Prolog, sondern zurück in der Sprache, die ich verstehe, in der Sprache der Softwarearchitektur. Um das zusammenzufassen, ich habe in meiner Masterarbeit eine DSL, eine domänenspezifische Sprache, zur Formulierung von solchen Datenflussbeschränkungen definiert und außerdem auch eine Abbildung, die diese Beschränkungen in den Analyseformalismus Prolog übersetzt. Und um einsetzbar zu sein und keine extra Hürde für Softwarearchitekten darzustellen, müssen anschließend auch die Ergebnisse der Analyse wieder zurück in die Abstraktion und Darstellung der Softwarearchitektur zurückübersetzt werden. Genau, damit sind wir schon fast ein bisschen im Ausblick, denn bisher war das quasi bisherige Forschung, das, was ich in meiner Masterarbeit gemacht habe. Jetzt arbeite ich aber schon ein bisschen mehr als ein Jahr am Castell-Institut und was ich hier mir anschaue in meiner Dissertation, das möchte ich jetzt zum Schluss noch vorstellen. Die Rede ist von Ungewissheit und um das ein bisschen präziser zu beschreiben, werfen wir nochmal ein Wort auf das Einzige, was hier, einen Blick auf das einzige Wort, was hier noch grau dargestellt ist, auf das Early. Zur Erinnerung, wir befinden uns irgendwo im Softwareentwurf. Also die Software ist definitiv nicht voll ausformuliert, da sind noch offene Probleme, da ist noch nicht alles fertig definiert. Das kann entweder so wasserfallmäßig wie hier dargestellt sein, das ist aber natürlich auch durchaus ein realistisches Problem in iterativen Vorgehen, wo ich zum Beispiel erst einen Teil implementiert habe, parallel dazu noch woanders entwerfe und so weiter. Je weniger Überblick über die tatsächliche Softwarearchitektur vielleicht wegen der schieren Größe besteht, desto realistischer ist dieses Szenario. Ich möchte aber bitte trotzdem eine Aussage über die Vertraulichkeit des Systems machen. Also nicht nur, um Kosten zu sparen, sondern weil das ja Privacy by Design auch direkt so vorsieht und ich so meine Sicherheit erhöhen könnte. Wie gehe ich also mit diesen fehlenden Informationen um? Solche Informationen können etwa sein, dass ich Informationen über spätere Phasen noch nicht habe. Der DSGVO steht relativ viel darüber, wie man damit umzugehen hat, wenn Daten auf Server außerhalb der EU oder also ein paar kleine Nebenfälle lassen wir mal außen vor, sagen wir vereinfacht, wenn Daten auf Server außerhalb der EU liegen. Natürlich ist ja Informationssicherheit wieder groß geschrieben, da könnte ja in Anführungszeichen alles möglich passieren, deswegen sind da viele Standards vorgeschrieben. Ein anderer Fall ist, wenn Komponenten vielleicht noch gar nicht fertig ausdefiniert sind oder noch nicht klar ist, woher ich die gekauft habe, weil natürlich wird nicht jede Komponente selbst entwickelt. Es gibt ja auch fertige, from the shelf einkaufbare Komponenten oder Implementierung ist vielleicht noch im Gange und ich möchte trotzdem bitte schon Aussagen über das Verhalten machen. Oder es gibt solche Dinge, die einfach bis zur Laufzeit nie genau feststellen werden, wie das Verhalten der Nutzer oder eben auch der Angreifer. Denn während ich beim Nutzer noch von einem immer korrekt verhaltenen und sich natürlich genau an die Spezifikation haltenden Entität ausgehen kann, wir wissen, in der Realität ist es natürlich auch alles andere als das, ist spätestens bei Angreifern komplett vorbei, was natürlich auch eine große Quelle der Ungewissheit ist. Ungewissheit in diesem Kontext ist also nicht das komplette unscharfe Blicken in die Leere und das Nichtwissen, sondern insbesondere auch das Bewusstsein darüber, dass ich manche Dinge noch nicht weiß. Hilft uns aber in dem Moment trotzdem nicht weiter, weil ich es nicht unbedingt reduzieren kann. Aber ich kann gezielt damit umgehen und bei der Ableitung von Zugriffsrichtlinien, wie wir es gerade eben gesehen haben, auf solche Dinge
bewusst eingehen. Ganz oft in diesem Kontext genannt wird der Cone of Uncertainty, der so ein bisschen ein Paradoxon darstellt, weil ich ja Entwurfsentscheidungen treffen muss, die Ungewissheit reduzieren, damit meine Softwarearchitektur immer ausmodelliert werden. Aber gerade die frühesten Entwurfsentscheidungen treffe ich unter der größten Ungewissheit. Idealisiert kann man das so darstellen, dass je später ich in diesen Phasen bin, die ich gerade eben hier aufgemalt habe, dass ich natürlich desto mehr weiß ich über das eigentliche System, aber das hilft mir halt leider trotzdem nicht weiter. Die potenziell wichtigsten Entscheidungen werden unter der größten Ungewissheit getroffen. Und noch viel schlimmer, diese kann oft nicht reduziert werden, aber ich kann aktiv damit umgehen. Ein wichtiges Stichwort ist hierbei Backtracking, also das Rückgängigmachen von Entwurfsentscheidungen, was natürlich, wenn man das nicht richtig dokumentiert hat und nicht explizit damit umgegangen ist, ein großes Problem darstellt, weil einem mal eben seine zuvor erstellte Softwarearchitektur zusammenfällt. Für uns interessant ist nicht nur gerade solche Fälle, sondern insbesondere natürlich auch die Auswirkungen auf die Vertraulichkeit. Und wie das konkret aussieht, möchte ich hier in einem letzten Anfall der Travelplaner-Fallstudie nochmal zeigen. Wir haben die vertraulichen Daten, so die kennen wir bereits, das ist leider nur unsere Kreditkarte. Und genauso wie wir gerade eben in der Softwarearchitektur vertrauliche Informationen und ihre Datenflüsse modelliert haben, können wir auch Ungewissheit modellieren. Der einfachste Fall, den wir gerade eben hatten, ist die Auslieferung, wo wir noch nicht ganz sicher sind, ist das eigentlich in der EU oder außerhalb der EU. Dann interessieren uns als nächstes die Auswirkungen dieser Ungewissheit, die wir dann ableiten können. Hier unsere Nicht-EU-Auslieferung hätte zum Beispiel, weil es sich dabei um personenbezogene Daten, wo die DSGVO relativ viel darüber sagt, handelt, Auswirkungen auf die Kreditkartendaten und gerade auf diese rot markierte Kante, weil hierüber würde ja dann kommuniziert werden und zwar potenziell ins EU-Ausland, was dann eben nochmal extra reguliert ist und so weiter. Und wenn ich dann Anforderungen definiere, dann müssen die verfeinert werden, dann müssen die an diese Ungewissheit angepasst sein. Die einfachste neue Richtlinie wäre so eine Wenn-Dann-Richtlinie. Wenn Server hier, dann diese Richtlinie. Natürlich kann man sich vorstellen, das ist wieder ein sehr stark vereinfachtes Beispiel. In der Praxis sind solche Fälle natürlich sehr viel komplexer. Nichtsdestotrotz, wenn ich es schaffe, explizit zur Entwurfszeit hiermit klarzukommen, kann ich dann dieselbe Verifikation, die ich zuvor im Kapitel Vertraulichkeitsanalyse vorgestellt habe, wiederum anwenden, aber dieses Mal sehr viel präziser, weil ich mir Gedanken gemacht habe über Dinge, die ich nicht weiß und auch sehr viel umfangreicher, weil ich auf Fälle eingehen kann, die ich bisher, naja, unter Ignoranz, wenn man so möchte, unter explizitem Ausgrenzen von Ungewissheit nicht betrachtet habe. Da ist sie, unsere Verletzung. Und da ist sie auch, unsere letzte Zwischenzusammenfassung. Das war ein ganz kurzer Ausblick in meine aktuelle Forschung, die ich jetzt schon seit einem Jahr hier am Institut habe. Ungewissheit ist allgegenwärtig, ob wir wollen oder nicht wollen. Und die Möglichkeit, die ich versuche hier zu entwickeln, ist, dass durch explizite Modellierung die Auswirkungen auf Vertraulichkeit solcher ungewissen Einflüsse sichtbar gemacht werden und dann die abgeleiteten Richtlinien verifiziert werden können und Vertraulichkeit auch unter solcher Ungewissheit darstellen. Wir sind schon ziemlich am Ende und auch ziemlich am Ende mit meinem Vortrag. Die zentrale Frage, die ich versteckt habe im Abstract, also in der E-Mail, die rumgeschickt wurde und auf der Website hierzu, die möchte ich heute nicht vollständig beantworten. Denn die lautet zwar, wie können Datenschutzvorgaben frühzeitig beachtet und ihre Einhaltung sichergestellt werden, aber sicherlich ist Softwarearchitektur und Vertraulichkeitsanalyse nur eine mögliche Antwort auf diese Frage, aber eben genau die Antwort, die wir hier versuchen zu erforschen, um Privacy bei, in Klammern, Early Design frühzeitig anzupacken. Also, letzte Folie Zusammenfassung, Vertraulichkeit ist gerade die Eigenschaft, dass Informationen mit der unbefugten Entitäten nicht zugänglich gemacht wird. Und unser Ansatz, um das zu behandeln, ist die explizite Modellierung von Softwarearchitektur, von Daten und von Ungewissheit, was uns dann helfen soll, diese bereits zur Entwurfszeit im Early Design zu analysieren und sicherzustellen, dass die abgeleiteten Zugriffsrichtlinien und Datenflussbeschränkungen diese Vertraulichkeitsanforderungen auch einhalten und so ihren Teil dazu liefern, dass die Vertraulichkeit des späteren Systems von der Entwurfszeit an gewahrt bleibt. Dankeschön. Super, vielen, vielen Dank für den Vortrag. Ganz großartig, ich habe im vorigen Vortrag das ingenieurmäßige Arbeiten herausgestellt. Auch hier gilt es wieder, ganz tolles Beispiel dafür. Passt super gut in unsere Vortragsreihe. Ich bin froh, dass wir
den Vortrag hier und heute hatten. Ganz großartig. Vielen Dank dafür. Auch hier die Frage, gibt es Fragen? Brennende Fragen, die gerne gestellt werden würden, dann immer her damit. Ansonsten, wir haben noch ein bisschen Zeit, auch zu diskutieren. Ich hätte tatsächlich auch eine Frage, wenn sonst niemand eine Frage hat. Man kann ja bei Informationssystemen und wenn man sich die Informationssicherheit da drin betrachtet, feststellen, dass einzelne Komponenten für sich betrachtet nachweisbar sicher sind. Und wenn man die zusammenstöpselt, dass das System durchaus brechen kann, dann gibt es in deiner Arbeit irgendwie die Möglichkeit, solche Subsysteme wiederzuverwenden und zu einem größeren Gesamtmodell zusammenzustellen, sodass man solche Aspekte auch erkennen kann, ohne dass ich jetzt das System nochmal komplett neu modelliere und natürlich neu beschreibe im Prolog, nee, in der DSL beschreibe, ins Prolog übersetze und dann durchanalysiere? Das ist eine sehr gute Frage, weil das tatsächlich etwas ist, was ich nächste Woche mache. Okay. Also das ist super aktuell. Die Antwort ist ja, und tatsächlich macht das nicht mal einen allzu großen Unterschied. Also diese Aussagen, die ich jetzt hier zur Ungewissheit und zur Vertraulichkeit gemacht habe, ob ich jetzt, also erstmal ist das natürlich skalierbar, also ob ich eine Komponente annotiere oder ein System, ist nur eine Frage des Aufwands. Und auch die Aussagen, die getroffen werden können, sind, wenn man so möchte, kombinierbar. Also das ist ja einer der großen Vorteile von modellgetriebener Analyse. Wenn ich mir einmal die Arbeit gemacht habe und für so einen Software-Simulator wie Palade die Modelle gebaut und das annotiert habe, dann bleibt diese Information ja bestehen. Und mal unter der Annahme, dass ich keinen allzu großen Drift habe zwischen Implementierung und Architektur, weil ich mich darum kümmere, dass das aktuell gehalten wird, bleiben auch die Aussagen gültig. Ne? Und ich kann das dann darüber hinaus kombinieren. Deswegen, ja, diese Aussagen, wie gesagt, die ich mache, mir ist sogar egal, ob das eine Komponente ist oder sehr viel größer. Ne? Also das bleibt trotzdem gültig, nur halt die Größe des Impacts, der Auswirkung von Ungewissheit ist natürlich bei größeren Systemen eine ganz andere und der Aufwand, das dementsprechend für den Nutzer dann umzusetzen. Aber ansonsten gibt es da keine Einschränkung. Okay, cool. Ich glaube, wir können gleich noch weiter diskutieren. Super spannend. Nochmal vielen Dank. Vielen Dank auch an alle Vortragenden heute Abend. Ich möchte gerade schnell noch was zeigen. Kann man sehen? Jetzt kann man sehen. Nochmal noch vielen Dank an unsere Vortragenden. Es gibt noch eine Meldung kurz vom Jonas. Oh, okay. Hallo, guten Abend. Ja, bitteschön. Ich hätte noch die Frage, und zwar, wir haben uns jetzt die ganze Zeit im Entwurf befunden. Wenn wir jetzt in die Entwicklung, in die Implementierung rübergehen, wie ist das, wie stelle ich dann erstens sicher, dass mein Modell, wo ich da in der Vertraulichkeitsanalyse erarbeitet habe, auch wirklich in der Implementierung korrekt implementiert wird? Und kann mir dabei die DSL auch helfen, zum Beispiel? Das ist eine sehr gute Frage. Interessanterweise wurde diese auch oder wird diese gerade auch von einem VKSI-Preisträger erforscht, von Frederik Reiche. Der hat vor 2 oder 3 Jahren, glaube ich, auch den VKSI-Preis gewonnen. Das ist genau Inhalt seiner Forschung. Wenn wir also davon weggehen, das Verhalten so abstrahiert zu beschreiben, wie wir es jetzt gerade eben tun, sondern die Implementierung konkret liefern, zum Beispiel, weil wir uns in einer späteren Phase befinden oder eine Komponente eingekauft ist und die Implementierung schon vorliegt. Und da kann man genau solche Informationsflussanalysen dann auf Implementierungsebene durchführen und das mit der High-Level-Sicht der Architektur kombinieren, um genau solche Fragen zu beantworten. Und solche Analysen schließen sich nicht aus, sondern ergänzen sich. Und das ist auch so ein bisschen unsere Vision mit dem Palladio-Ansatz, gerade so ein ganzes Set an sich ergänzenden Sicherheitsanalysen zu liefern. Interessant. Vielen Dank. Gerne. Okay. So. Wie gesagt, nochmal vielen Dank an die Vortragenden. Alex, hast du die Kontaktdaten von unseren Vortragenden? Noch nicht, aber das werden wir noch erfragen. Das werden wir noch erfragen, denn als kleines Dankeschön haben wir auch was vorbereitet. Üblicherweise kriegen die Vortragenden bei uns die Designcards zu Softwareprinzipien.
Und ja, eben als kleines Dankeschön. Wer Planning Poker aus dem Scrum-Umfeld und ähnliches kennt, weiß es, dass es solche Karten gibt, mit denen man viel spielerisch auch arbeiten kann. Wir haben hier was ganz anderes. Hier geht es darum, die persönlichen Eigenschaften, seine eigene Arbeitsweise besser kennenzulernen und eine Möglichkeit zu kriegen, sich selber einzustufen, gewisse Kriterien und Charaktereigenschaften von sich selber auszukriegen und mit dieser Erkenntnis dann auch mit anderen Kollegen gut argumentieren, verhandeln und Softwarelösungen finden zu können. Und das kann man mit diesen Karten auf spielerische Art und Weise machen. Und ja, die möchten wir den Vortragenden zur Verfügung stellen. Wer sich auch dafür interessiert, unten ist auch noch eine URL angegeben, wo man die Karten auch bekommen kann. Wenn man hier bei uns keinen Vortrag halten will, kann man die auch direkt erwerben. Aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit, hier bei uns einen Vortrag zu halten. Dann gibt es auch die Chance, diese Karten zu bekommen. Nochmal vielen Dank an die Vortragenden. Ich fand, es waren zwei ganz großartige Vorträge heute. Ja, und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, vielleicht zu diskutieren und uns auszutauschen. Das haben wir die letzten Male auch immer so gemacht. Wir haben Punkt 20 Uhr, aber die Zeit gönnen wir uns, glaube ich, noch. Jörg, danke dir für die Moderation heute, für die Begrüßung und auch für den ganzen Abend jetzt, für die letzten zwei Stunden. Sehr gerne. War ein bisschen improvisiert alles, aber wir haben es ja hingekriegt.